Ich habe ihn in Salzburg kennengelernt im März 2013, Top Inforforum. Ich habe ihm zugehört, bin rausgekommen und habe gesagt, Herr Professor, ich will mit Ihnen zusammenarbeiten. Seitdem sind wir unterwegs und haben Höhen und Tiefen erlebt. Ja. Sie lieben uns nicht, vor allem die Banken lieben uns nicht. Wir sind, naja, besonders gern haben sie nicht. Ja, ich habe es nochmal verstanden. Jedenfalls, lieber Franz. Danke dir, lieber Herbert. Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Veränderung. Was ich euch zeigen möchte, ist, was sich in den letzten 5 Jahren getan hat, seit dieses Buch, Das Ende des Geldes, erschienen ist, wo am Anfang alle gesagt haben, um Gottes Willen, das ist Verschwörungstheorie und das ist alles ein Blödsinn und so funktioniert das nicht. Am lautesten geschrien haben nicht die Banker, sondern die Lobbys, die gesagt haben, nein, stimmt ja gar nicht. Inzwischen hat der Kollege Richard Werner von einer englischen Universität in empirischen Versuchen nachgewiesen, indem er einen Kredit aufgenommen hat, den eine andere Bank überwiesen hat und sich vorher und nachher die Seitenliste der Filiale ausdrucken ließ, dass die Geldschöpfung wirklich so funktioniert, dass man einfach nur eine Zahl in den Computer eingibt, dann wird das als Forderung verbucht und gleichzeitig als Sichteinlage. Damit ist es eine Bilanzverlängerung und plötzlich ist scheinbar Geld da, das es gar nicht gibt. Also die Banken, die das Geld nicht haben, schon gar nicht das Zettel, da muss man ja schon vor Wochen oder was vorher ankündigen, wenn man 10.000 Euro abheben will, die haben es auch im Computer nicht. Dass sie es im Computer scheinbar haben, liegt daran, dass sie es auf der falschen Seite verbuchen. Das ist kein Witz, das ist ein Faktum. Wieso? Wenn ihr euch die normalen Banknoten anschaut, zum Beispiel Dollar oder britische Pfund, wie das früher war, dann steht zum Beispiel auf der Pfundnote heute nach oben 5 Pfund. Die Bank of England garantiert dem Überbringer dieser Banknote einen Gegenwert auszuhändigen von 5 Pfund. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wenn es die 5 Pfundnote wirklich nur als Papiergeld gibt, dann gehst du mit dem Zettel dorthin und sagst, was kriege ich dafür? Und der sagt, suchen Sie sich eine andere 5 Pfundnote aus, aber die haben alle die gleiche Form. Hallo? Ja? Da merkt man sofort, da stimmt irgendwas nicht. Und dieser geistige Zirkelschluss löst sich sofort auf, wenn man versteht, dass ursprünglich etwas anderes auf diesen Banknoten stand. Nämlich 5 Pfund Sterling, nämlich Silber. Und auch der Silberdollar war früher mit Edelmetall unterlegt und gedeckt. Jetzt kann ich natürlich das immer kleiner machen, diesen Schriftzug, und irgendwann Silber und Gold verschwinden lassen am Zettel. Sodass es ausschaut, als wäre die Banknote der wirkliche Wert und nicht einfach nur die Forderung auf einen Wert. Kann ich machen. Aber ich kann das Buchungssystem nicht so leicht ändern. Gebucht wird es in der Buchhaltung immer nur so wie früher und dort ist diese Irreführung, ja, diese Manipulation nachweisbar. Das ist der wesentliche Punkt, warum Ihnen das so unangenehm ist, dass das ist. Und es gibt immer noch diese merkwürdigen, also ehemalige Vorstandsdirektoren von Banken, die voll in der kognitiven Dissonanz sind, die das also nicht glauben können, dass das wirklich so passiert. Die sagen dann nach wie vor, aber wir haben doch gesetzliche Bestimmungen, dass Kredite durch Spareinlagen gedeckt sein müssen. So, und diese gleichen Leute bestätigen aber sofort, dass die Spareinlagen auf der Passivseite ins Fremdkapital als Sichteinlage gebucht sind, also eine Verbindlichkeit der Bank darstellen, weil der bringt das Bargeld hinein und hat dann die Forderung, daher ist die Verbindlichkeit der Bank, ja, dem Sparer gegenüber, und dass auch beim Kreditnehmer, wenn er die Gutschrift aufs Girokonto kriegt, das auch eine Sichteinlage ist. Das heißt, das Sparguthaben ist Sichteinlage und Fremdkapital. Das, was der Kreditnehmer kriegt, ist auch
Sichteinlage und Fremdkapital. Und wie kann denn jetzt ein Fremdkapital das andere Fremdkapital in der gleichen Position decken? Was heißt denn jetzt bitte decken, wenn beides eine Bankschuld ist? Wieso deckt jetzt eine Schuld eine andere Schuld? Das geht ja nicht einmal. Ne? Also rein aus der Buchungstechnik und dem Bilanzbild heraus könnte man sofort sagen, das ist ein Blödsinn. Das kann gar nicht sein. Alles das sind nur Bankschulden. Ja? Und wenn die Banken das Spiel nicht mehr spielen wollen, weil es ihnen zu gefährlich wird, kippen sie die Schulden in den Staat hinein und dann sind es auf einmal die Staatsschulden. In unserem Schulgang, einer muss der Blöde sein. Einer hat es Hummerl, nicht? Den schwarzen Peter schickt man halt irgendwie versteckt weiter. Nicht? Ist ja lustig, wie das Spiel Schwarzer Peter eigentlich entstanden ist. Vielleicht hat das mit dem Geldsystem mehr zu tun. Und habe ich euch einfach aufgezeigt, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Und dieses Wissen kommt schön langsam ins allgemeine Bewusstsein. Nicht? Aber natürlich sind die Banker keine Bösen. Ja? Und auch die, die vielleicht ganz... Ja, also sie sind vielleicht in den Umgangsformen manchmal ein bisschen unangenehm. Ja? Das kann ich mir schon vorstellen. Aber man muss eines auseinanderhalten, ich werde das noch erklären. Viele Leute sagen, Geld ist ja nur ein neutrales Tauschmittel. Dem Geld kann man keine Schuld geben, ne? Das Geld ist ganz normal. Es ist nur die Gier nach Geld, ja, und das ist das Böse. Und da wissen wir heute eines, bitteschön. Es ist gerade umgekehrt. Ja? Und auch der Michael Tellinger sagt das, und das ist eine der Grundregeln von Ubuntu. Diese komischen Gefühle, Angst und Gier, entstehen aus dem Geldsystem, wie es funktioniert. Umgekehrt könnte man auch sagen, hätten wir ein anderes Geldsystem, hätten wir auch andere Gefühle. Dann wären wir anders programmiert und dann wäre automatisch keine Angst und keine Gier mehr vorhanden. Und das ist ja der Grund, warum ich dann sage, Ubuntu als Fernziel wunderbar, der es heute leben kann, herzlich willkommen, fangt an. Ja? Aber die, die noch zahlengetrieben sind, noch Angst und Gier, ja, und noch in vielen, vielen komischen Verträgen stecken, brauchen ein anderes Geldsystem als Übergangsphase. Aber eines, das uns emotional neu programmiert auf Kooperation, auf Freude, Begeisterung, ja, auf Kreativität, auf Schöpferkraft, das ist ja Kreativität meistens. Ja. Also, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, weil diese heilende Geschichte, so wie man halt Jahrtausende hindurch die Menschen auf etwas Negatives programmiert hat, mit dem Geldsystem, was erwiesenermaßen funktioniert hat, können wir, wenn wir die Spielregeln ein kleines bisschen ändern, die Menschen auf etwas Positives programmieren. Weil es können nicht 100% der Menschen diese Zusammenhänge wirklich verstehen. Ja? Das sind vielleicht 1%, 2%, wenn es hochkommt vielleicht 5%, ja? Die sich das wirklich antun, da durchzugehen, das intellektuell behirnen und davon dann überzeugt sind, dass das wirklich funktioniert. Die anderen werden an der Front, an der Oberfläche nur sehen, eine Zahl wird größer, wenn ich was leiste und kleiner, wenn ich konsumiere, wie heute auch. Aber die Spielregeln sorgen dafür, dass immer die mehr verdienen, die sich kooperativ verhalten, ja, die anderen helfen, die das tun, was für die Gemeinschaft gut ist und auch für sie selber. Und dann sagen sie, wieso? Wieso? Ja? Streiten wir jetzt viel weniger, ja? Arbeiten weniger, machen das, was uns Spaß macht und sind trotzdem alle viel reicher als früher. Wie geht das? Ja? Wieso ist das so? Und dann wird es vielleicht interessieren, sagen wir, wisst ihr was? Das hat mit den Buchungssätzen zu tun, ja, die kann ich euch zwar erklären, aber das muss nicht jeder Buchhalter verstehen. Also Ubuntu ist eben, wie gesagt, Michael Tellinger, die in Südafrika gegründete politische Partei. Wir versuchen jetzt auch hier in Österreich eine Partei zu gründen, aber nicht, um wieder gegen andere Parteien, bla bla bla, aufzutreten, sondern einfach zu zeigen, es gibt auch Alternativen und da kann man sich organisieren in einer Kooperationsidee. OSBI, OSB, das ist das neue Zahlungsmittel, ist eine Genossenschaft in Deutschland gegründet mit einem internationalen Komplementärwährungssystem, das einen Wechselkurs von 1 zu 15 hat, 15 Euro sind ein OSBI. Das ist ein Genossenschaftsanteil, wer den dort einzahlt, der ist Genosse und mehr kriegt er nicht als diesen einen Anteil. Und die haben einen eigenen Marktplatz, wir sind in 15 Ländern unterwegs. Unser Ziel ist es, vor allem die internationalen Supply Chains der Konzerne abzusichern, weil Waldviertler, Chiemgauer, Gaudi und wie sie alle heißen, sind toll, aber da kann ich jetzt nicht zum Beispiel VW damit glücklich machen, ja? Oder Sony mit irgendwelchen Produkten, die in x Ländern was einkaufen, woanders produzieren und wieder woanders verkaufen. Ja? Und deswegen die Idee OSBI, wir haben zu allen Währungsräumen immer einen fixen Wechselkurs und wir bieten gewissermaßen als Dach auch den Regio-Währungen, Regionalwährungen, einen fixen Wechselkurs an. Und es soll jetzt in 1-2 Monaten eine große neue Internetplattform online gehen, die gleichzeitig Facebook, Amazon und eBay vereint von der Funktionalität. Also ich habe dort mein Diskussionsforum, kann einkaufen, aber auch etwas verkaufen.
und kann mit dem, was ich dort leiste beim Verkaufen, mal gleich auf der anderen Seite was kaufen. Und die werden von Anfang an Ospi dabei haben, ja, weil der Gründer ein Ospianer ist. Ja. Und dann hat man sofort eine Kaufkraft, wo man sagt, wo kann ich mit Ospi einkaufen? Dort auf der Plattform. Und die Waldviertler, Gaudianer, Chiemgauer und so weiter, ja, die gleichzeitig Doppelmitgliedschaft zu Ospi haben, denen bieten wir dann ja, den Komfort, die Dienstleistung, dass ihre Chiemgauer Konten zum Beispiel vollautomatisch zum fixen Wechselkurs in Ospi konvertiert werden und er kann direkt mit der Regio-Währung dann auch international im Internet einkaufen gehen. Ja? Wobei Ospi sich logischerweise um die Spielregeln dieser Regionalwährungen überhaupt nicht kümmert, wenn er sagt, das ist eure Sache, wir haben zu euch nur einen fixen Wechselkurs, aber wie ihr das Geldsystem managt, müsst ihr verwalten, das geht uns gar nichts an. Es wäre natürlich schön, wenn ihr mit anderen in einen Dialog eintretet, um eure Erfahrungen auszutauschen, aber ihr seid autonom vor Ort. Nicht? Das ist das Subsidiaritätsprinzip und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und deswegen ist Ospi sehr interessant, denn die Reichen und die Superreichen, die heute, ich weiß nicht, wie viele Nullen auf ihren Konten haben, die werde ich wahrscheinlich nicht vom Fleck weg für Ubuntu begeistern können. Ja? Sind wir bitte ehrlich. Ja? So groß ich auch ein Fan und Anhänger von Ubuntu bin, ich nehme zur Kenntnis, dass wir in sozialen Schichten leben. Ja? Natürlich die heute gar nichts sagen, und sagen, ich habe eh nichts. Willkommen bei Ubuntu. aber die jetzt in der Mitte sind und sagen, ich will nicht immer mehr verlieren, die können auch sagen, willkommen bei Ubuntu, weil du wirst in Zukunft nicht mehr so viel brauchen, zumindest altes Geld. Da habe ich vielleicht auch noch Überzeugungsargumente. Aber die eigentlich im Geld schwimmen, ja, und deren Selbstwert zum Beispiel, Ego und ihre Biografie sich genau auf diese Werte bezieht, denen wir nicht sagen können, willkommen bei Ubuntu und du hast dann kein Geld mehr. Also da brauchst du dann wieder sagen, ich habe ein ganzes Leben jetzt nur danach gelebt, ja, und jetzt sagst du mir, du, das ist nichts wert. Ja, wofür dann Geld? Damit ist das kognitive Dissonanz ist ja dann noch fein umschrieben, was man sieht da. Ja. Daran fängt man sich nur Feindschaft, nein, das geht nicht. Ne. Daher brauchen wir dann so ein Umrechnungsinstrument, wo wir sagen, dort kannst du, wenn du nach Ospi tauschst, nämlich zumindest einmal sicher sein, dass wenn Euro und Dollar abstürzen, diese Gutschrift auf jeden Fall erhalten bleibt. Und wenn du dann deine eigenen Lieferanten, wo du heute gerne einkaufst, mit ins Boot holst, dann weißt du auch, dass erstens du das weiter einkaufen kannst, was du am liebsten hast. Zweitens kommen die dann bei Ospi in ein Kooperationsnetzwerk und da hören sie auf, gegeneinander zu kämpfen, legen die Kapazitäten zusammen, arbeiten dann weniger und verdienen mehr. Ja, also die Kooperation lässt sich ja rechnungswesenmäßig nachweisen, dass Synergien errechenbar sind. Nur rechnen wir heute immer Bilanzen für einzelne Unternehmen ab. Ja? Und für die einzelnen Unternehmen, die gegeneinander kämpfen, gibt es dann Verluste, ja, wo andere auf deren Kosten im Null zum Beispiel Gewinne machen. Wenn wir sagen, wir rechnen für den ganzen Kreislauf ab, für alle, wenn wir sehen, da gibt es jetzt ausschließlich Gewinne. Ja? Weil die Gewinne durch reine Gutschriften, also durch frisch geschöpftes Geld entstehen, also durch ein Bewertungssystem und nicht durch ein Tauschmittel. Wir Bank, Removement, da kommen wir dann auch noch dazu. Das ist nichts anderes, ich sage heute, das ist die Montessori-Methode, das heutige Schuldgeldsystem zu verstehen. Nach dem Motto, mach es dir selbst. Unterschreib einen Schuldschein, sage ich nicht mehr so gern, promissory note, wörtlich übersetzt ist ja Zahlungsversprechen. Ja? Also versprich eine Zahlung und erlebe, dass auf der Bank aus deinem Zahlungsversprechen Geld wird. Und mehr ist es nicht. Es ist auch heute auf den Banknoten, wie ich vorher erklärt habe, weil ja Edelmetall nicht mehr im Spiel ist, nur ein Versprechen. Da allerdings keiner genau sagen kann, was unter solchen Umständen in Wirklichkeit eine Zahlung ist, können wir das natürlich alles versprechen. Ein Zahlungsversprechen ist ganz leicht getan, wenn ich nicht sage, was die Zahlung ist. Ist das die Weitergabe von einem Scheck, von einem Wechsel, von einem Wertpapier? Ja? Ist es die Feststellung eines Werts? Ist es meine Bonität? Ist es eine Sicherheit? Was gilt dann als Zahlung? Natürlich Legal Lawful Tender, das ist die endgültige rechtliche Befreiung von einer Schuld. Naja, sicher, aber wenn wir eigentlich der Gesetzgeber sind und dieses Recht, diese Gesetze auch selbst in der Hand haben, also rein theoretisch könnten wir ein Gesetz schreiben, dass alle Schulden sofort erlassen sind und das gilt dann. Nee? Weil das muss ja immer auf Gesetz beruhen und die Demokratie, das heißt eigentlich wir alle, bestimmen, was dann das Gesetz ist. Das werden die Politiker nicht tun. Ja, die Politiker machen es heute aber auch nicht, das machen die Juristen in den Rechtsanwaltskanzleien. Und da hat sich ja ein Herr Schäffler von der FDP unglaublich darüber geärgert, weil im Zuge des europäischen des Finanzmarktstabilitätsgesetzes in Deutschland aufgekommen ist, dass bei Freshfield und Partners diese Kanzlei das Gesetz geschrieben hat, und zwar komplett. Ja, also eine private
Rechtsanwaltskanzlei hat im Auftrag der Banker das Gesetz geschrieben. Und er hat dann gesagt, ja, da glaubt man immer, die Gesetze, also Bundestagsabgeordnete, die werden in den Ministerien geschrieben, ne? Da geht ein Stück Weltbild verloren. Und jetzt schaut mal ganz genau, was der Mann gesagt hat. Er hat gesagt, die Gesetze werden in den Ministerien geschrieben. Was ist ein Ministerium? Teil der Regierung. Was ist die Regierung? Das ist die Exekutive, aber nicht die Legislative. Das heißt, sogar schon dieses Weltbild war manipuliert und falsch, ja? Geschrieben hätte es eigentlich das Parlament, sollte es eigentlich machen. Ja? Das wäre die Aufgabe der Legislative des Parlaments und seiner Ausschüsse. Aber nicht der Ministerien, weil die sind Exekutive, die müssen es exekutieren. Also schon da ist die erste Manipulation erfolgt. Ja? In Wirklichkeit, weil das Ganze sowieso nur ein Täuschungsmanöver ist, ein historisches, ja, haben es von Anfang an nur die Anwaltskanzlei geschrieben. Das ist also auch ein Teil dieses großen Erwachens, ja, dass also das, was wir Demokratie nennen, von Anfang an seit der Französischen Revolution nur eine Täuschung war, weil die verdeckte Regierung, die unsichtbare Regierung im Hintergrund uns seit Jahrhunderten manipuliert. Dann haben wir die Volksinitiative in der Schweiz, über 100.000 Unterschriften, da wird es eine Volksabstimmung geben, wo es um die Frage geht, ob die Geldschöpfung weiterhin in den Händen privater, gewinnorientierter Unternehmen, also der Geschäftsbanken, bleiben soll. Oder ob das zum Beispiel der Staat macht. Da wird aber noch gar nicht darüber geredet, nach welchem Muster und wie, dass das dann Positive Money ist, also Vollgeld, das ohne Schuld und Zinsen in die Welt kommt. Es gäbe da noch andere Möglichkeiten. In Deutschland gibt es eine ähnliche Bewegung, Monetative, das sind diese hier. Und dann gibt es Copriosis, das ist eine amerikanische Bewegung und das ist deswegen so spannend, die haben nämlich spannenderweise das Informationsgeld verstanden vom Wirkprinzip. Dass ich also den, der leistet, mit einem anderen Betrag belohnen kann, durch Bilanzverlängerung, technisch gesprochen, als den, der die Leistung empfängt, den Konsumenten. Dem vernichte ich Geld in einem anderen Betrag, als der Leistende erhält. Asymmetrische Preise. Copriosis gibt es dort schon. Nur sind das junge wissenschaftliche Heißsporne, ich würde sagen zwischen Ende 20 und Mitte 30, ja, wenn man sich die Videos anschaut, sehr sympathische Burschen übrigens, und die sagen, sie machen eine einzige mathematische Formel, nach der die ganze menschliche Leistung rein mathematisch bewertet wird. Mit unglaublich vielen Variablen. Und diese einzige Bewertungsformel, die für alle menschlichen Leistungen dann die einzig wahre und zulässige ist, haben sie jetzt in der 6. Version. Und da muss ich sagen, na, so sicher nicht. Ja? Weil dann habe ich wieder Technokratie, dann sitzt im Hinterzimmer, sitzen Leute mit mehrfachen Titeln, ja, und schieben Formeln herum. Das ist es nicht. Das ist nicht, weil wenn die Bevölkerung sich nicht wohlfühlt, dann sagt es, tauscht es da hinten die Experten aus, wir brauchen andere Formeln und versteht aber selber nicht, was der Wert ist. Das muss so einfach und simpel sein, dass diese Wertschätzung, um die es ja geht, und das ist nur eine Schätzung und keine neue Berechnung, wie der Name schon sagt, ja, dass diese Wertschätzung auch von allen Menschen transparent vorgenommen werden kann. Dass jeder auf der Straße der Experte ist dafür, ja, und man sich ganz einfach einigt, ohne komplizierte Berechnungen. Interessant, aber in Neuseeland gibt es auch die Money Free Party schon, eine politische Partei, die wählbar ist und sich für eine Gesellschaft ohne Geld einsetzt. Eine der ältesten Organisationen weltweit, Free World Charter, ja, das ist also auch eine internationale Organisation, die sich dafür einsetzt, alles gratis zu machen und herzugeben. Die Idee der bedingungslosen Grundversorgung, die es mit dem Informationsgeld heißt, und Positive Money im englischen Sprachraum, UK, positivemoney.org, die entsprechen im Wesentlichen der Monetative, den Vollgeldinitiativen, haben wunderbare Interviews und englischsprachiges Material zur Entlarvung des heutigen Schuldgeldsystems. Gut. Jetzt muss einer nicht nur noch. Ja, da ist es schon. Im März 2011 ist dieses Buch erschienen, Das Ende des Geldes. Und es stellt sich die Frage, das werden wir uns heute jetzt ein bisschen im Detail anschauen, ich möchte euch ein geistiges Rüstzeug geben, also so ein paar Begriffsdefinitionen. Ja? 4, 5 Sätze, Bedeutungen, Erklärungen, mit denen ihr jedem heutigen Banker und Politiker insofern überlegen seid, als ihr wissenschaftstheoretisch konsistent erklären könnt, was dieser Begriff Geld eigentlich bedeutet. Ja? Geschichtlich, aber auch in der Zukunft. Und was das eigentlich bedeutet, wenn wir in einer Welt mit Geld oder ohne Geld leben. Was da eigentlich dann der Unterschied ist. Die Menschen können sich nicht vorleben, weil heute weiß man nur, dass Geld etwas ist, was man nicht richtig versteht, wenn man es nicht studiert hat. Es ist meistens zu knapp. Ja? Jeder will es haben, klar, und da gibt es halt auch so wenig und alle streiten dran.
Ja? Und man kann rechnen, so viel man will, es sind immer zu viele Schulden da. Ja, das sind also die phänomenologische Ebene, aber um Erklärungsmittel. Wenn man jetzt ein geschlossenes Bild für den Gesamtzusammenhang hat, werden die Zusammenhänge sofort offensichtlich. Und dann geht man noch eine Ebene drüber, also auf die klassifikatorische Ebene, Metaebene, und sagt, welche Möglichkeiten gäbe es überhaupt, rein theoretisch, n verschiedene. Ja? Und erst auf dieser Ebene kann man zufrieden sein und sagen, jetzt habe ich es wirklich kapiert. Weil da kommt man dann durchaus, also auch wirklich nachweisbar zu dem Punkt, dass man es möglicherweise gar nicht braucht. Wenn man die Funktionalität durch etwas anderes locker abdecken kann, was vielleicht nicht n heißt, aber die Funktion übernimmt. Also ich bin bei IST immer irrsinnig vorsichtig drum, unter Anführungszeichen bin ich nämlich konstruktivist-wissenschaftstheoretisch. Das heißt, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir die Wirklichkeit gar nicht beschreiben können. Wir können gar nicht sagen, was da draußen oder vielleicht bei uns drinnen ist. Wir können uns immer nur Modelle machen. Wir können nur geistige Modelle entwerfen und dann können wir einen Zweck definieren, einen Anwendungszweck, wofür wir die haben. Und dann können wir schauen, ob die in dem Zweck gut funktionieren oder nicht. Funktionieren sie, nehmen wir sie, funktionieren es nicht, verbessern wir es, nehmen wir es andere, nehmen wir andere, tauschen es aus. Ja. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, was Geld ist. Ich kann aber sehr wohl, dazu kommen wir gleich, eine Definition anbieten für Geld, die sämtliche Phänomene, die wir bisher Geld genannt haben, ja, zureichend beschreibt, sodass die alle darunter fallen, unter die Definition, und auch andere, die es noch gar nicht gibt. Ja. Eine allumfassende, taugliche Definition für Geldphänomene. Ja, das können wir. Und ausgehend von dieser übergeordneten Metadefinition von Geldphänomenen, ja, was alle Möglichkeiten abdeckt, kommen wir dann dazu, was das bedeuten würde, eine Welt ohne Geld. Ja, wo wir also nichts von dem, was da theoretisch beschrieben wird, noch brauchen. Ubuntu ist also eine Bewegung gleich ohne Geld. OSPI ist die Zwischenstufe, viele Geldformen parallel übereinander mit lokalen Gruppen, die sich unterschiedliche Spielregeln definieren. Was dann geht, wenn wir zum Beispiel, da kommen wir noch dazu, geistige Regeln verwenden. Die Regeln der geistigen Welt kann man heute relativ locker abbilden. Auf der quantenphysikalischen Ebene hat das mit Photonen und mit Licht zu tun. Und auf der geistigen Ebene mit Software. Und das hat auch, hängt auch sehr stark mit Ubuntu zusammen, weil Ubuntu ist ja ein Linux-Derivat, das lustigerweise auch aus Südafrika kommt. Und das ist kein Zufall, weil die haben genauso diesen lokalen, einer afrikanischen Sprache entliehenen Linie Wort genommen. Und die Open-Source-Bewegung ist ja überhaupt ein Musterbeispiel dafür, dass im geistigen Bereich die Kooperation ja, zu größerem Reichtum führt, als die Verknappung und Weitergabe von physischen Tokens. Ja? Denn wenn jemand eine Software schreibt oder eine Bibliothek, ja, was auch immer, Module, und lädt die ins Internet, sodass Tausende oder Millionen Leute das verwenden können, dann erhöht sich natürlich der Lebensstandard und der Nutzen für alle die, die das verwenden können. Und in der heutigen Sichtweise sagen dann alle, um Gottes Willen, da wird also Geld vernichtet, weil da wird niemand dazu gezwungen, jetzt da etwas dafür zu bezahlen. Das ist schon richtig. Aber das muss nicht auf ewig so sein. Denn wenn ich zum Beispiel dort, wie wir auf Facebook, einen kleinen Like-Button installiere und jeder, der sich runterlegt, sagt nach einer gewissen Zeit, ob es ihm gefallen hat, nicht so wie die Bewertungsfunktion bei Amazon, ne? Kaufen Sie ein Buch, 14 Tage später, hat es Ihnen gefallen, wollen Sie einen Bericht darüber schreiben, was auch immer, ja? Drückst einen Knopf, sagst Daumen hinauf, Wertschätzung. In der Informationsgeldvariante ist das dann sofort das Zahlungsmittel für den, der die Leistung erbracht hat. Weil wir auf der Informationsebene ja, diese Bewertungen einfach erzeugen und daher nicht vorher in einem Archiv nachschauen müssen, wie viele Goldbarren liegen da herum und geht sich das aus. Ja. Entschuldigung, ganz kurz, ja. Wenn nur fragungswürdig wäre, einen Kugelschreiber mitzugeben, weil es dann nicht sehr viel was. Ja, das sollte sich noch ausgehen. Ich glaube, so verknappt sind wir nicht bei Kugelschreibern. Kann da bitte. Ja, das werde ich, danke. Also auf der geistigen Ebene sehen wir sofort die Multiplikation, das Kopieren etc. von Ideen, von Mustern, von Texten, von Musik, von Filmen, führt nie dazu, dass irgendjemand ärmer wird, sondern alle reicher. Und solange wir noch im Tauschmittelwahn unterwegs sind und sagen, der das gemacht hat, braucht jetzt was als Gegenwert gewissermaßen. Wir werden dann sehen, schon das Wort gegen sagt, dass wir kämpfen müssen. Können wir das auch sagen, wir schöpfen das Geld einfach durch Wertschätzung. Zeiger hinauf, jeder Daumen auf, jeder Like erzeugt Geld bei dem, der geliked wird.
eigentlich ziemlich klar. Ja? Und wenn immer nur einer einmal liken darf, wenn das eben ist, du kannst dann nicht 100-mal klicken, weil das der Feind ist oder bei dir selber oder sonst was, so einfach die Regeln, dann ist auch Betrug ausgeschlossen. Ne? Da hinten bitte der Herr, der gleich die Hand heben. Bitte durchgeben, ja, danke schön. Also das jetzt dazu, das zu dieser Geldidee. OSPI macht das. OSPI ist jetzt eben für die, die heute Unternehmer sind, Steuerberater, Finanzbeamte, Buchhalter, ja, die sagen, ich habe doch so viele Zahlen, ich rechne links und rechts ist immer gleich, das ist alles so schön, ja, da kenne ich mich aus. Sag, ja, ja, das Spiel kannst du weitermachen. Ja. Wir ändern nur deine Formulare ein bisschen, die Bewertungsregeln auch, und dann braucht man dich immer noch. Dann weißt du nämlich nach, dass die Synergie der Kooperation wesentlich effizienter ist wirtschaftlich, rechnest das auch, ja, und lässt den Menschen erleben, dass wenn sie gemeinsam arbeiten, ja, und ihr Wissen teilen und da weitermachen, dass sie dann reicher werden. Du wirst es am Anfang nicht verstehen, dass wir alle gleichzeitig reich werden können, niemanden was wegnehmen müssen, aber ein Plussummenspiel funktioniert so, im Unterschied zum Nullsummenspiel, und das können wir dann in einer Viertelstunde lernen, dann wirst du das vielleicht auch verstehen, und es gibt auch Kartenspiele, wo du das erleben kannst, wie das geht, ja. Dann hast du es begriffen und bist du froh, dass du das jetzt deine Fähigkeiten in dem System auch einbringen kannst. Wir Bank, da gehe ich dann auch noch ein bisschen drauf ein. Ich sage, die Banker momentan, wir sind eine Sekte, nicht? Aber ich, ja, vielleicht kommt es sogar recht, wenn wir sagen, das heutige verzinste Schuldgeldsystem aus dem alten Babylonien, das babylonische System, ist ja eigentlich von einer alten, versteckten Religion. Da es nur funktioniert, wenn wir daran glauben, das heutige Geldsystem, muss es ja eine Religion sein, ja? Da wir dazu gezwungen werden, und zwar vom Staat, ja, ist es eine geheime Staatsreligion, in die man uns zwingt, weil wir gesetzlich zur Verwendung von Geld gezwungen sind. Und wenn wir von diesem Glauben abfallen und sagen, dass wir die Stilregeln, weil in der Demokratie eigentlich das Volk bestimmen sollte, wie die Gesetze sind, ja, wenn wir das jetzt selber in die Hand nehmen, fallen wir von dieser Kirche, der geheimen Geldkirche ab und dann nennen sie uns halt Sekte, das stimmt schon. Unter der Voraussetzung, dass sie selber sich als Geldkirche äußern und als Schuldgeldpriester, können wir mit dem Ausdruck Sekte gut leben. Da habe ich gar nichts dagegen. Ja, also dann sehen wir das heute, das ist ja nichts Negatives. Ne? Weil, ich sage einmal, das Christentum hat ja auch als Sekte angefangen. Ne? Das ist ja nicht so ganz unabhängig davon. Ja, eh, ne? Also ja. Also, ich empfinde das auch nicht als Beleidigung oder so. Gut. Bitte. Was ist Geld? Gehen wir da gleich mitten hinein ins Thema. Die heutigen Definitionen in Lehrbüchern und in ökonomischen Texten und so weiter, an den Universitäten und so, sind natürlich ein völliger Unsinn, weil sie sich gegenseitig widersprechen und widerlegbar sind. Geld kann nie ein Mittel sein, weder ein Tauschmittel noch ein Wertaufbewahrungsmittel. Weil wenn ich einen Wert habe, den ich schätze, dann bewahre ich diesen Wert selber. Aber ich tausche ihn ja gegen was anderes und hebe dann das andere auf. Geld zum Beispiel. Ja? Völliger Unsinn. Tauschmittel brauche ich auch keines, aber wenn ich mich mit jemandem einige, dass zwei Birnen so viel wert sind wie ein Apfel, dann werden wir einfach Birnen und Äpfel genau in diesem Verhältnis tauschen. Ja? Und wenn ich ihm Birnen gebe und er schuldet mir noch Äpfel, dann schreibe ich einfach auf einen Zettel oder in einen Computer, wie viel Äpfel ich von ihm noch kriege und damit ist die Sache erledigt, um nicht zu sagen vergessen, ja? Die Äpfel und die Birnen. Und da brauche ich keine Goldstücke dazwischen und auch keine vorgetäuschten Goldstücke und keine Schuldscheine, die sich auf Goldstücke beziehen, die es eh nicht gibt. Ja? Und diesen ganzen Unsinn brauchen wir nicht. Das heißt, was die Banker heute krampfhaft versuchen, ist, das Spiel des Vortäuschens, ja, eines werthaltigen Tauschmittels mit Bestehen aufrechtzuerhalten. Aber wenn man verstanden hat, wie das Falun-System in China 10.000 Jahre lang funktioniert hat, wo nämlich die Menschen zu einem Händler gekommen sind, sich Waren ausgesucht haben, auf den Preis geeinigt, und dann haben sie einfach mitgenommen und der Händler hat in einen Kreidekreis an der Wand eine Zahl hineingeschrieben, das war man ihm schuldig, ja, also daher kommt das in der Kreide stehen. Ein paar Tage später ist man zum selben Händler gekommen mit eigenen Waren, der hat sich was ausgesucht, man hat sich auf den Preis geeinigt und hat er die Zahl kleiner gemacht. Aus. Ja. Dann weiß man sofort, dass man ein werthaltiges Tauschmittel wirklich gar nicht braucht. Und das war noch vor der Erbauung der großen chinesischen Mauer, wie die Chinesen von den Mongolen besetzt waren. Die Mongolen kannten nur Gold und Stofflappen, also als Tauschmittel, als Geld. Und die haben den Chinesen alles weggenommen, was werthaltig war. Ja, also das ganze Gold, das ganze Silber. Und dann haben sie sich gewundert, warum die Wirtschaft noch funktioniert. Weil sie gesagt, die haben ja kein werthaltiges Geld mehr. Wieso geht die Wirtschaft noch? Warum bricht das nicht zusammen? Ja, weil sie diese komischen Zahlen im Kreidekreis gar nicht als Geld wahrgenommen haben. Und in diesem Geldanalphabetismus versucht man die Gesellschaft, sich aus Sicht der Banker, mit Bestehen wieder hineinzutreiben, weil sonst wären Wirtschaftskrisen gar nicht möglich.
denn ich weiß, dass das Geld sowieso nur im Computer steht durch einen Buchungssatz. Das einzige Problem, das ich habe, ist, ich brauche auch ein entsprechendes Gesetz dazu, dass ich so buchen kann. Dann ist eine Wirtschaftskrise denkunmöglich, weil ich sage, wer hat zu wenig Geld, wie viel hätten Sie denn gern? Ich verlängere auf Ihrem Konto Ihre Bilanz, ich buche nämlich Kassa an Ertrag, so entsteht bei Ihrem Konto immer Geld und dann haben Sie das. Und wenn Sie bezahlen, müssen Sie es nicht weitergeben, überhaupt nicht, dann wird es vernichtet, auf an der Kassa und dann ist es wieder weg. Ganz einfach, ganz simpel. Das kann man sofort per Gesetz beschließen, dann hat keiner mehr Geldnot, dann müssen wir uns nur darauf einigen, welche menschlichen Leistungen wie viel wert sind. Das Einzige, was relativ einfach ist, wenn ich an die blödsinnigen Tabellen, ja, fürs Umsatzsteuergesetz denke, ja, welcher Prozentsatz wofür, ja, und was weiß ich was, oder gewerberechtliche Vorschriften, ja, wo die Menschen gepiesackt werden, ist wirklich unglaublich. Da machen wir ganz einfach 20 Kategorien menschlicher Leistungen, ja, kann ein bisschen auffächern, da macht man einen heutigen Durchschnittslohn nach Tariflöhnen und macht dann einen Riesenzuschlag, 20% oder 30%, und dann wird lokal nachverhandelt im einzelnen Fall und die Sache funktioniert ganz offen, mit offenen Karten. Ja. Weil das ja nur ein Rechensystem ist, da wird ja nur verrechnet, ja, nur abgerechnet. Das heißt, kein Wert an sich. Der Wert liegt immer in dem, was wir bewerten. Also auf der Baustelle ist es logisch, wenn ich da Bretter habe und ich messe die ab, also das Brett ist 3 Meter lang und ich schreibe auf einen Zettel 3 Meter, dann würde niemandem einfallen, dass der Zettel 3 Meter lang ist, weil da 3 Meter steht. Und das ist jetzt ein Wert, der 3 Meter lang ist. Und wenn ich den wegtrage, dann fehlen mir 3 Meter an Länge, womöglich. Ja? Also bei einem wirklichen Maßsystem wird man darüber lachen, weil sagen, wie blöd ist denn das? Aber bei Geld wird es genauso gemacht. Da redet man uns ein, die Maßgröße selbst wäre schon der Wert. Das kann natürlich so nicht sein. Also wenn ich sage, es ist ein Wertmaßstab und das ist das Einzige, was jetzt wissenschaftlich wirklich einen Sinn ergeben würde. Aber wir müssen die Prämissen von Bewertung und Wertmaßstäben uns dann auch noch genauer anschauen. Auch wieder nur ein Vorschlag für eine Übergangsepoche, für eine Übergangszeit. Da muss man sagen, der Überbegriff, der am besten erklärt, was die Geldphänomene in der Geschichte waren, der Überbegriff lautet Gesellschaftsvertrag. Geld ist immer ein Gesellschaftsvertrag für Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen. Wie wird es produziert und an wen wird es verteilt, nach welchen Regeln. Der Überbegriff dafür, ja, dieses Gesellschaftsvertrags, lautet Geld. Es gibt ja die heutigen Banker, die sagen, unsere Schuldscheine sind an sich schon intrinsisch werthaltig, weil wir fingieren irgendwelche Wechselkurse und den Schwankungen selber am meisten verdienen. Dann kann man da bei einfachen Gemütern die Illusion erzeugen, es wäre so, durch dieses Spiel. Ja. Dann gibt es aber die Anhänger der österreichischen Schule der Nationalökonomie, Ludwig von Mises und Hayek, Friedrich August von Hayek. Und die sagen, nur Gold ist wahres Geld, also nur das Gold. Und die übersehen natürlich Folgendes, wenn jetzt so ein Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie jetzt ein Goldstück vor mir steht, dann werde ich ihm sagen, eines brauchst du noch zusätzlich, nämlich du brauchst Eigentumsrecht an Gold. Ja? Denn wenn du das Goldstück in der Hand hast und jeder kann kommen und kannst dir einfach wegnehmen ohne Sanktion, dann wirst du auch nicht froh sein und dann wirst du nicht sagen, dass das ein Zahlungsmittel ist, weil das kann da jeder stehlen und dann ist nur Landezeug. Dann ist gestohlen. Ja. Das heißt, man braucht in der ersten Stufe einen Gesellschaftsvertrag, der Eigentum, ja, und rechtswirksame Weitergabe auch von Goldstücken überhaupt einmal als rechtlich erklärt und eine rechtliche Basis dafür liefert. Und das haben die alle nicht verstanden, weil sie das geistige und menschliche Bild der Gesellschaft gespalten haben in Ökonomie und Recht. Da kommen wir noch dazu. Das war die Ursünde, die Spaltung in Ökonomie und Recht. Es gibt nur ein Gesellschaftssystem und das muss beides umfassen. Ja. Und man kann heute nachweisen mit der sogenannten Vertragstopologie. Topologie ist also immer eine geometrische Form, eine geometrische Anordnung von Landschaftsformen beispielsweise oder Oberflächen. Und ich nenne das Vertragstopologie. Da haben wir unsere bilateralen schuldrechtlichen Verträge, das sind die kleinen Doppelpfeilchen, immer einer gegen den anderen. Durch die Gegenleistung, ja, sind das alles Gegner. Einer leistet etwas an einen anderen und wenn der jetzt nicht rechtzeitig die sogenannte Gegenleistung erbringt, dann muss er den verklagen, vor Gericht führen, exekutieren, pfänden lassen, bla bla bla. Warum muss er das? Weil er selber von seinen Gläubigern auch so angegangen wird. Es ist ein Kettenerpressungsspiel. Ein Kettenerpressungsspiel. Und es teilt und spaltet die Gesellschaft auf der kleinsten Ebene. Und deswegen ist das Schuldrecht als Handelsrecht eine geistige Waffe zur Unterwerfung fremder Völker durch ein Imperium, so wie es schon das römische Imperium praktiziert hat.
teile und herrsche, homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Genau dieses Verhalten wird dann in die Gesellschaft konditioniert und nachher kann man dann tückischerweise sagen, schaut euch um, der Mensch ist ja so. Warum? Weil wir seit Jahrtausenden euch so gezüchtet haben. Ja? Deswegen können wir nachweisen, jetzt verhaltet ihr euch so, das ist schon so tief in eurer Natur drinnen, ihr kommt gar nicht mehr raus. Ja? Genau. Wenn wir das jetzt verändern, wir sagen, wir machen keine individuellen Verträge mehr zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger, sondern jedes Individuum, jeder Mensch hat einen Gesellschaftsvertrag. Das heißt, was auch immer der einem anderen gegenüber leistet, wurscht wer das ist, ein Reicher, ein Armer, ein Alter, ein Junger, ganz egal, er wird immer von der ganzen Gesellschaft dafür belohnt und nie vom Individuum. Das ist das Schöne, ja? Weil die Gesellschaft macht dann die Gutschrift auf seinem Konto, ja? Dann kann er das auch einem Bettler gegenüber erbringen, weil der ist auch Mitglied der Gesellschaft und die Gesellschaft bezahlt für jeden, weil jeder Mitglied der Gesellschaft ist. Ganz klar. Das heißt, jede Leistung wird immer und zwar sofort, ja, ohne Abzug und Probleme entlohnt, wenn der Kunde zufrieden ist. Ja. Und das liefert jetzt dem Leistenden, dem Leistungswilligen, die vollkommene Rechtssicherheit. Weil er weiß, es ist nie die Frage, ob jemand zahlungsfähig oder zahlungswillig ist, ja, sondern wenn er zufrieden ist und die Qualität stimmt, wird er immer bezahlen. Ihr seht, welche Probleme in der Wirtschaft da sofort obsolet sind und alle wegfallen, die man uns nur angedichtet hat, weil man unser schwaches Volk feindlich übernehmen wollte. Feindliche Übernahme von Völkern ist hier das Thema. Okay? Wenn wir jetzt diese Gesellschaftsverträge haben, dann stehen die Verträge, das, die kleinen Linien sind ein bisschen blass, ja, alle parallel zueinander. Das schaut dann aus wie eine Sonne. Ja, da geht dann die Sonne auf und da zieht die gesamte Gesellschaft an einem Strang. Und das ist die Kraft der Bevölkerung. Stellt euch einmal vor, in der Situation, jeder ist mit jedem mit schuldrechtlichen Verträgen verkettet und muss unter Zeitdruck leisten, irgendwas tun, irgendwas zahlen. Und jetzt gibt es eine Hochwasserkatastrophe und alle schreien und sagen, wir brauchen jetzt 500 Leute, die jetzt Welle bauen, ja, Sandsäcke liefern, was helfen, renovieren, aufbauen. Die werden sagen, das kann ich nicht, ich muss mein Haus abbezahlen. Ich habe Rechnungen, ja, ich muss meine Kinder ernähren, sucht euch die woanders. Und schon haben wir die sogenannten Katastrophen. Oder da kommt eine feindliche Armee und die sagen, geht's an die Grenzen, verteidigt euch, ja, wehrt euch ein bisschen. Wie denn? Ich muss Geld verdienen, ich habe Schulden. Das geht ja nicht. Okay? Das ist es. Und dass die Kraft des Volkes dann verschwindet, kann man durch die Analogie zu einem Stabmagneten schön darstellen. Was ihr nämlich hier unten seht, ja, diese kleine Sonne, Gesellschaftsvertrag, alle ziehen an einem Strang, das sind Eisenpfeilspäne angeordnet um einen Permanentmagneten, die sich genau in den magnetischen Feldlinien anordnen. Das ist die magnetische Kraft. Und die, die mit Physik vertraut sind unter euch, werden wissen, wenn wir den Magneten erhitzen, ja, durch die Thermodynamik, durch die starke Schwingung, Brownsche Molekularbewegung, orientieren sich die Elementarmagneten komplett um. Da habe ich ähnliche Zustände wie hier, ja, und die magnetische Kraft verschwindet. Das heißt, die Kraft der Bevölkerung wird durch Schuldrecht und Handelsrecht gebrochen, weil ich dann ein Kettenerpressungssystem in meinem feindlichen Land errichten kann. Und sie sind so schwach, dass ich sie mit Katastrophen, ja, mit Wechselkursen, mit Wirtschaftskrisen bis hin zu Ressourcenkriegen jederzeit übernehmen kann. Das ist die geistige Kraft, die da dahinter steht. Und das kommt, wie gesagt, fast vor 5000 Jahren, als die einzigen, die in der Bevölkerung was zu sagen hatten, noch die Priester waren. Damals gab es keine Rechtsanwälte und keine Steuerberater, ja, keine Regierung, die Gesetze gemacht hat, ja, und auch keine Wissenschaftler und Universitätslehrer. Ja, wenn man irgendwas wissen wollte, ging man zum Priester. Und der hatte das große Glück, dass er gesagt hat, ich muss auch wieder nur einen unserer Götter fragen. Ja, ich bin ja nur der Bote. Auf die haben sie sich wieder ausgeredet. Aber die hatten alles im Arm. Die waren die wirkliche Autorität. Und ich sage euch, das ist heute überhaupt nicht anders. Nur scheinbar wird es natürlich die Gesellschaft viel komplizierter, wenn man an die vielen verschiedenen Dinge glaubt, nämlich an ein Rechtssystem, an ein Wirtschaftssystem, an Naturwissenschaften, an Medizin, ja, alle diese verschiedenen Dinge. Hinter den Kulissen gibt es eine kleine Truppe und die entscheidet genau, was offiziell geglaubt werden soll und in den Schulen, in der Verdummungsoperation, ja, eingetrichtert und geübt wird und wovon wir glauben, wie die Welt funktioniert. Das ist jetzt, und das System kann natürlich nicht funktionieren. Irgendwann sind die Widersprüche so offensichtlich und so eklatant, ja, dass das Modell von selber zerbricht.
Irgendwann, das ist jetzt. Das irgendwann ist jetzt. So, und damit sind wir schon am Punkt. Wenn man ein vernünftiges wissenschaftstheoretisches Verständnis hat, dass es bei Wissenschaft um Erkenntnis geht und dass die Früchte dieser Wissenschaft der ganzen Gesellschaft zugutekommen sollten und nicht nur ein paar Unternehmen, die daraus Gewinn ziehen, und zwar immer zulasten anderer, dann sieht man sehr schnell, dass Wirtschafts- und Rechtswissenschaften eben keine Wissenschaften sind. Sie nennen sich selbst in der Wissenschaftstheorie normativ, Regelsätze. Aber jetzt Regeln sich auszudenken für andere, dass die sich daran halten sollen, das ist Teil eines Herrschaftssystems und hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Noch dazu muss man sagen, dass wir ja in der komischen Situation leben, dass die Ökonomen die Geldstücke zählen und den Unternehmern sagen, werde immer reicher, je mehr Belohnungspunkte du hast, desto besser. Und die Juristen sagen, du musst dich an Gesetze halten, dort stehen Regeln, ja, an die du dich halten sollst. Die Unternehmer merken sofort, an je weniger Gesetze ich mich halten muss, desto mehr Gewinne kann ich machen. Beziehungsweise ich installiere eine Lobby, die mir die Gesetze so schreiben, dass sich bei mir immer mehr Gewinn ausgeht. Und diese Spaltung von Ökonomie und Recht in der Gesellschaft führt natürlich dazu, dass die besten Erfolge, ja, die erzielen, die die Gesetze zum Eigennutz optimal manipulieren. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Unmoral, sondern das ist das systemische Ergebnis, wie das System funktioniert. Das heißt, die intelligentesten Individuen, ja, also in dieser Gesellschaft, werden so motiviert, dass sie durch den Eigennutz und die Manipulation der Gesetze zulasten der Gesellschaft, ja, den größten monetären Erfolg, nach dem Motto Erfolg gibt dir Recht, haben. Ja, und ab dem Moment hinterfragen sie gar nicht mehr, was sie moralisch oder sonst wie tun, und das aufgrund der Buchhaltung, ja, der doppelten Buchhaltung, der Gewinn immer zulasten anderer gehen muss im Nullsummenspiel. Ja. Brauchen sie ja nicht, weil der Erfolg gibt ihnen Recht und die Gesetze haben sie selber schreiben lassen, dann kann ihnen nie was passieren. Ja? Und seht ihr, das ist der Grund, warum man diesen Menschen, diesen Leuten, ja, historisch auch überhaupt nicht böse sein kann. Das ist das Ergebnis des Systems, das hier implementiert wurde. Rein systemisch. Ja? Und wenn man das mal verstanden hat, ist es in Wirklichkeit sehr positiv. Ja? Und da kann man auch sehr positiv in die Zukunft schauen, wenn man weiß, dann installieren wir einfach ein anderes System und es wird wieder gut. Genau. Das heißt, wie kann man das jetzt unterscheiden? Die einfachste Unterscheidung, wenn man das gleich erkennt, ist eben Nullsummen- und Plussummenspiel. Und ich bringe mir das Beispiel der Kartenspiele Poker und Wizard. Poker ist das klassische Nullsummenspiel, das kennt man ja, ja, vor allem auch aus den Vereinigten Staaten. Das ist the winner takes it all, der Sieger, ja, nimmt die ganzen Einsätze der Verlierer, weil natürlich Gewinn und Verluste in jeder Runde sich auf Null ausgleichen müssen. Das sind die Regeln des Nullsummenspiels. Jetzt kann man sich aber auch gleich anschauen, wie gewinnt denn ein Pokerspieler optimal? Ja? Was ist denn eigentlich sein besonderer Vorteil? Er gewinnt natürlich durch das Pokerface. Er gewinnt dadurch, dass die anderen täuscht. Das heißt, wenn ich die anderen täusche, werde ich damit belohnt, und das Ganze ist legitim, weil die Regeln ja so geschrieben sind, ja? Die ich nicht hinterfrage, nicht analysiere, brauche ich nicht, ich verwende sie ja nur im Spiel, ohne die Regeln selber zu hinterfragen. Ja. Also durch Täuschung ist es mir gestattet, dem sein Eigentum wegzunehmen und mich auf seine Kosten zu bereichern. Das heißt, jeder, der zumindest Poker spielt und es gerne spielt, wird unbewusst auf Täuschung und Enteignung anderer als Belohnung für die Täuschung und den Betrug konditioniert. In dem Sinn, jetzt bist du erfolgreich, weil, und so nennt man es dann, du bist klüger als die anderen. Wenn du die anderen belügst, dann ist es rechtlich okay, ihnen ihr Eigentum wegzunehmen, denn dann bist du auf einmal, obwohl Lügen ist das wirklich so schlau, ja, ja, weil wir sagen dann, du bist jetzt klüger. Und dieses Pokerspiel hat man dann auch an die Universitäten gebracht. Man nennt das in der Finanzbranche dann Informationsasymmetrie. Ja? Wenn ich was weiß, was du nicht weißt, der Kurs wird steigen oder fallen, beispielsweise wenn ich ihn manipuliere, ja, dann ist es mein legitimes Recht, dich auszubeuten, weil ich kann dann sagen, dass ich schlauer war. So, und die breite Masse auf der Straße nennt es dann aber Betrug. Und das ist der wesentliche Punkt. Die Spaltung der Bevölkerung auch durch Sprache. Denn Ökonomie und Recht müssen natürlich eine Einheit sein. Beim Kartenspiel Wizard, das es auch gibt, gehen die Regeln ganz anders. Da kriegen die Mitspieler Karten, ja, wird ein Blatt ausgeteilt, da wird eine Trumpffarbe aufgedeckt und dann muss jeder Spieler sagen, bei dieser Trumpffarbe, bei seinem Blatt, wie viele Stiche wird er jetzt in der nächsten Runde machen? So, und dann wird gespielt.
Und dann kriegen die Mitspieler für jeden Stich, den sie gemacht haben, ein paar Punkte. Und wenn sie genau so viele Stiche gemacht haben, eine Belohnungsprämie. Wenn sie aber weniger oder zu viele Stiche gemacht haben, einen Riesenpunkteabschlag. Warum? Weil sie sich nicht an den Kontrakt, nicht an den Spielvertrag gehalten haben. Ja? Die Prämie kriegst du dafür, dass du vertragstreu bist, dass du dich an den Vertrag hältst. Dann gibt es die Belohnung. In diesem Spiel wird man darauf konditioniert, dass man, wenn man sagt, drei Stiche, man hat sie gemacht, sofort nachlässt. Man wird kooperativ, ja, weil man will ja die Belohnungsprämie haben. Soweit so logisch. Und jetzt überlegen wir uns noch etwas, damit die Sache ganz, ganz einfach wird. Ja. Wenn jetzt drei Spieler mit 10 Karten in dieser Runde jeder spielen und einer sagt, er macht 3 Stiche, einer 4 Stiche und einer wieder 3. Und die spielen so geschickt, dass sich das wirklich ausgeht, dass alle drei ihren Kontrakt einhalten. Dann muss ich alle drei belohnen und es stellt sich die Frage, bei einem Nullsummenspiel, wem nehme ich denn das weg? Kann ich gar nicht. Und damit ist der ganz einfache Beweis erbracht, ja, dass ein ethisches System, ein ethisches Zahlungs-, ein ethisches Wirtschaftssystem niemals ein Nullsummenspiel sein kann. Weil der Worst Case wäre dann, alle sind ehrlich und alle müssen belohnt werden und ich kann das dann niemandem wegnehmen. Okay? So viel zur doppelten Buchhaltung. Die doppelte Buchhaltung kann nur ein unethisches, räuberisches System sein, weil ich die Belohnung für die, die sich an die Verträge halten, ja niemandem wegnehmen kann. Ich könnte nur durch Bilanzverlängerung buchen, das wäre an und für sich auch rechtlich kein Problem. Nur wenn ich das so mache, dass ich das Geld im Fremdkapital als eigene Schuld erzeuge, wo ich dann dem Wahn anverfalle, ich müsste die irgendwie auch wieder zurückzahlen, weil das ja Schulden sind, ja, dann werde ich irgendwann im Fiasko enden, aufgrund meiner falschen Vorstellungen. Aber wenn ich das gesetzlich so absichere, sagen kann, das ist dann ein Ertrag, sprich neues Eigenkapital, und dafür brauche ich dann einfach nur ein Gesetz, dass so neues Eigenkapital entsteht, ja, im Konsens mit der ganzen Gesellschaft, dann wird das immer funktionieren, dann werden wir beliebig reich in der Buchhaltung und keiner hat was dagegen. Entschuldigung, ganz kurz, ein weißer VW-Bus 625AX Kennzeichen. Da müsste der Herr müsste rausfahren. Salzburger Kennzeichen, oder? Ja, nicht weit, genau. Kein Salzburger Kennzeichen, GB. Ah, da ist gerade rausfahren, der Norbert auf die Toilette. Also ihr seht, Nullsummenspiel und Nicht-Nullsummenspiel, Ethik, Beraubung, Belohnung, ja. Das hängt alles miteinander zusammen und wenn man es auf der Ebene grundlegend analysiert, dann wird es komplett einfach und dann kann das auch jemand auf der Straße verstehen, weil Poker oder Visa Kartenspiel mit der eigenen Familie, das hat man schon mal gemacht, ne? Da kann man sich hineinversetzen, das ist nicht so abstrakt. Ich wundere mich ja nur, da gibt es ja so Mathematiker, die beschäftigen sich mit Spieletheorie, das sind meistens Nullsummenspiele und die bleiben halt immer in den Regeln dieses einen Spiels. Die hinterfragen nie, wie kommt es eigentlich zu den Regeln? Ja? Wer entscheidet über die Regeln des Spiels? Das dürfen wir auch nicht hinterfragen, denn in Recht und Ökonomie müsste das eigentlich die Bevölkerung sein. Eigentlich müssten wir sagen, was macht ihr da, ja, die ihr da behauptet, Gesetze zu schreiben oder schreiben zu lassen? Ihr seid von uns ja überhaupt nicht legitimiert. Unseren Auftrag habt ihr nicht, so etwas zu tun. Schon gar nicht in einem Nullsummenspiel, wo wir uns seit Tausenden von Jahren gegeneinander aufbringt, sei es in einem Wirtschaftskrieg durch Handel, ja, oder sei es in einem echten heißen Krieg mit Waffen von unterschiedlichen Nationen, Volksgruppen oder Religionen. Also es ist eine Spaltung vom Regelwerk, also von Recht und Belohnungssystem Geld. Ja, oder die Spaltung von der Grammatik, der Syntax. Das sind nämlich die Buchungssätze, wie sie heißt, nicht? Das ist eine Sprache. Buchhaltung ist eine Formalsprache, wie die Mathematik auch. Und die Semantik, die Bedeutung, wäre dann das Recht. Und ich kann natürlich in einer systemischen Gesellschaftswissenschaft nur beides integrieren. Das machen wir auch jetzt mit IRIS, also mit diesem neu gegründeten Wissenschaftsinstitut für systemische Wissenschaften, wo wir sagen, da geht es nur um die Fortentwicklung komplett neuer Sichtweisen, wo insbesondere auch unterschiedliche Theorien, die sich logisch widersprechen, wenn sie nachweislich in bestimmten Bereichen sinnvoll sind, nebeneinander existieren dürfen. Ja? Weil der menschliche Verstand, nur weil der heute nicht versteht, nach simpel gestrickter aristotelischer Logik, ja, dass zwei Dinge gleichzeitig sein dürfen, die aber tatsächlich sinnvollerweise so sind, dann muss ich halt das Modell verbessern, bis ich es besser verstehe. Nicht so wie auch die Ärzte sagen, wer heilt, hat recht, auch wenn sie die Theorie dazu noch nicht verstehen. Ja, ganz klar.
Ein kleines Beispiel dazu, es gibt ein wunderbares Gespräch auf YouTube zwischen Andreas Popp und Christoph Hörstler. Andreas Popp, wissen Sie, Manufaktur kennt ihr ja. Christoph Hörstler ist der Gründer der deutschen Partei Deutsche Mitte. Zum Thema neue politische Parteien, brauchen wir die, haben die eine Chance, was auch immer. Und Andreas Popp sagt, eigentlich brauchen wir keine neuen politischen Parteien, die Art und Weise, wie die Parteiendemokratie funktioniert, bringt uns nicht weiter. In einer neuen Gesellschaft werden wir das gar nicht mehr brauchen. Damit hat er recht. Ja, sehe ich genauso, absolut. Und der Christoph Hörstler sagt, wenn wir im bestehenden Gesellschaftssystem rechtlich, ja, abgesichert, legal etwas verändern wollen, dann geht das nur über eine neue politische Partei. Und damit hat er auch recht. Es ist halt wie so oft im Leben. Ja? Zwei Menschen sagen etwas, was von der Logik her komplett einander widerspricht, aber sie haben beide recht. Und das Schöne ist, am Schluss, ja, schütteln Sie sich die Hand, geben Sie die Hand und sagen herzlichen Glückwunsch, ja, ich verstehe deinen Standpunkt, ich wünsche dir alles Gute, ja, viel Erfolg. Und das ist jetzt auch Ubuntu, Wirbank, ja, OSPI und so, da gibt es nicht ein Entweder-Oder. Da gibt es nur ein Sowohl-als-auch. Ja? Weil auch auf dieses Entweder-Oder, das ist das materialistische Denken. Ich empfehle euch den Rupert Sheldrake mit seinem Buch Wissenschaftswahn. Ja? Und was der so erzählt. Nicht? Also dieses Verdrängungsdenken, das Entweder-Oder, ja, diese materialistischen Denken, die sind nicht moralisch schlecht. Ja? Das ist, stimmt natürlich. Schlechte Moral und schlechte Gefühle, negative Gefühle, die entstehen daraus, aus diesen Spielregeln. So werden wir dann plötzlich manipuliert. Ich bin mir absolut sicher, hätte sich die Menschheit natürlich entwickelt, ohne das Tauschgeld und das verzinste Schuldgeld, dann würden wir Angst und Gier, wie wir sie heute in dem System erleben und spüren, als Gefühl gar nicht besitzen. Wir würden andere Gefühle haben, komplett andere Gefühle. Und damit auch ganz problemlos miteinander leben können. Und das ist mal die erste wichtige Wahrheit. Niemand ist für die Gefühle, die Emotionen, die er jetzt in dem alten System so mit sich herumschleppt und die manchmal das Leben und die Kommunikation oft schwer machen, niemand ist dafür verantwortlich, niemand hat daran Schuld. Ja? Niemand. Gar niemand. Ja? Wir müssen nur anschauen, aus welcher Biografie kommen diese Menschen, warum ist es so, wie der so tickt. Und dann müssen wir eben die Kommunikation erleichtern, ja? Indem wir dann eben respektvoll miteinander umgehen, indem wir bestimmte Themen vielleicht nicht so ansprechen und so weiter und so weiter. Und dann kommt das langsam, dann können wir aus dem heraus. Wir haben natürlich, auch wenn ein Bewertungssystem eine gute Übergangsphase ist, um aus dem verzinsten Schuldgeld und dem Tauschgeld herauszugehen, weil wir dort keine Verknappung mehr kennen, haben wir noch ein Faktor, ein wissenschaftliches Faktor. Menschliche Werte bitte sind mehrdimensional. Warum? Wir haben zumindest 5 Sinne. Rupert Sheldrake hat ein Buch geschrieben, der 7. Sinn der Tiere zum Beispiel. Und Menschen haben sicher auch mehr als 5 Sinne, aber gehen wir mal davon an, die klassischen 5. Damit sind menschliche Werte, auf die Sinnesebene bezogen, zumindest 5-dimensional. Und ich kann ein 5-dimensionales Konstrukt mit 5 Achsen, gedachten Achsen, nicht auf eine eindimensionale Preisskala in Geld abbilden. Weil aber Geld immer nur eindimensional ist, ich kann immer nur mehr oder weniger haben. Weniger ist Angst, mehr ist Gier. Ja? Sind wir so entstanden und programmiert worden. Und alles, was die Eltern ihren Kindern sagen, wenn sie sagen, der Bursche soll mal besser haben, der soll studieren, ja? Der soll sozial aufsteigen in der Gesellschaftspyramide. Was sie den Kindern in Wirklichkeit sagen wollen, aber eben intellektuell nicht verstanden haben, sonst würden sie es so sagen und dann würde ihnen eh der kalte Schauer über den Rücken gelaufen ist. Bur, schau, dass du in Zukunft eher bestochen wirst als erpresst. Weil oben in der Pyramide wirst du bestochen und unten wirst du erpresst und Bestechung fühlt sich besser an, als erpresst zu werden. Und ist das eine tolle Gesellschaft, wo ich zwischen diesen zwei Dingen die Wahl habe? Will ich mich erpressen lassen oder will ich mich bestechen lassen? Ich würde sagen, es ist doch beides eine blöde Idee. Aber wenn man das einmal erkannt hat, dann sagt man, machen wir halt ein System, wo wir diese Art von Gefühl gar nicht brauchen. Das ist beides Fremdsteuerung. Ne? Und das brauchen wir nicht. Natürlich brauchen wir dann auch ein anderes Denkmodell von Gesellschaft, nämlich Kommunikationsprozesse. Dazu kommen wir dann hin. Und Kommunikationsprozesse funktionieren wieder anders. Jetzt sind wir nämlich genau am Kern von allem. Von neuer Naturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft, Ökonomie, Recht, you name it. Ja? Überbegriff. Wissenschaft, wenn man es richtig betreibt, ist ziemlich einfach. Ziemlich einfach. Und es ist auch nur eine Modeerscheinung, die Wissenschaft. Ursprünglich vor vielen tausenden Jahren hat man das Ganze Magie genannt. Dann ist es üblich geworden, das als Religion zu bezeichnen und heute nennen wir es Wissenschaft.
Aber alle diese drei Bereiche behandeln exakt die gleichen Phänomene, verwenden nur eine andere Sprache, um sie zu beschreiben. Und damit sitzt das dann auch ein bisschen in etwas anderen Gehirnregionen. Ja, dort, wo Magie zu Hause ist im Hirn und wo Religion zu Hause ist und wo Wissenschaft zu Hause ist, das verschiebt sich ein bisschen. Ja, und das bestimmt dann auch, welche Fähigkeiten wir einsetzen können, welche nicht. Aber es ist das Gleiche. Es ist die Frage, wie Bewusstsein und Kosmos und das Universum miteinander interagieren. Mehr ist es nicht. Das ist der Kern der Geschichte. Und die geistigen Gesetze, wir kommunizieren nun in dieser Lebensform über Sprache, über Sprachbilder. Das heißt, das Bild, die Idee, der Gedanke, der Begriff ist immer vorher da. Und wenn ich mit jemandem anderen mich in Sprache unterhalte, brauche ich natürlich eines, ein einheitliches Begriffsverständnis. Wenn ich über einen Tisch reden will und ich nenne den Tisch und der versteht aber Schuh darunter, dann wird da nichts draus. Dann kann das nicht funktionieren. Das heißt, es gibt dieses alte, schöne Bild, diese alten Religionen, die Bibel und andere alte Bücher, die haben in einer Bildsprache gesprochen. Auch die Alchemisten haben doppelt gesprochen. Einerseits in chemischen Begriffen und andererseits im seelischen und im geistigen Innenleben. Sulfur war die Seele, Sal der Körper und Merkurium war der Geist, zum Beispiel, ja, als ein kleiner Punkt. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, der heilige Martin, der einem Bettler begegnet ist und seinen Mantel zerschnitten hat und hat ihm die eine Hälfte gegeben, dann kann man das natürlich so materialistisch sehen und sagen, toll, nicht? Der gibt was weiter und jetzt ist dem weniger kalt und der hat immer noch ein bisschen was. Und wer das so als Botschaft übernimmt und so leben kann, hundertprozentig okay, kann man nichts dagegen haben. Aber eigentlich ist das noch eine andere Bedeutung, eine viel wichtigere. Nämlich, egal aus welcher Gesellschaftsschicht man kommt, man muss die Bedeutung der Begriffe miteinander teilen. Denn nur wenn man die Begriffe miteinander teilt, kann Kommunikation funktionieren und kann die Bevölkerung an einem Strang ziehen. Wittgenstein hat schon gesagt, die Anwender der Sprache bestimmen über ihre Bedeutung, was die Begriffe bedeuten. Das ursprüngliche Teilen überhaupt kommt aus der geistigen Welt und bezieht sich auf die Bedeutung der Begriffe. Denn wenn wir nicht ein Shared Meaning haben, ja, also eine geteilte Bedeutung von dem, was unsere Begriffe, unsere Wörter bedeuten, ja, dann können wir nicht nachhaltig, verständlich miteinander kommunizieren. Und der ursprüngliche Keil ist es immer, die Bedeutung der Worte zu verändern. Und Konfuzius schon, als er gefragt wurde, wenn er Kaiser wäre, was er tun wollte, hat gesagt, ich würde eine neue Sprache einführen, damit die Magistraten und die Bauern, ja, und die Fürsten alle miteinander reden können. Und was hat Francis Bacon getan? Er hat die englische Sprache gemeinsam mit dem Speerschüttler, ja, Shakespeare, diesem Namen und Poeten, versucht zu verändern, zu vereinheitlichen, damit die lokalen unterschiedlichen Dialekte, die sich überhaupt nicht verstehen konnten, einen Sinn ergaben und wieder eine einheitliche Sprache daraus wurde. Und das ist auch jetzt notwendig. Wir müssen aufhören, über Kapital, über Geld, über Arbeit, über Berufe und diese Begriffe langsam loswerden und neue Begriffe mit neuen Bedeutungen erschaffen, über Lebenszeit, über Gemeinsamkeit, über Gesundheit, Nachhaltigkeit, über das, was uns halt befreit, was schön ist, was sich gut anfühlt. Und dann einen Katalog, eine Enzyklopädie, was auch immer entwickeln, ja, für neue Lebensbereiche, auf geistiger Grundlage. Und das ist der Ursprung des Teilens überhaupt. Die geteilte Bedeutung der Begriffe, weil wir uns nur dann mitteilen können, dann geht es nicht um die Gegenleistung, die immer Gegnerschaft erzeugt, sondern die Mitteilung, ja, aus der geistigen Ebene. Weil alles schon mit der Sprache beginnt, was man uns ja gesagt hat, denn im Anfang war das Wort. Jetzt ist es wirklich leicht, wenn ihr das mal so verstanden habt, dann macht alles einen Sinn. Ja? Und dann sieht man auch sofort, welchen Auftrag man hat, wo man sich da einklinken kann. Man hat uns viele Legenden erzählt, die alle nicht wahr sind, um uns zu manipulieren und hat dann eine Wissenschaft darüber gestülpt. Ja? Also Rockefeller-Stiftungen und so haben in den Vereinigten Staaten Universitäten gegründet und dort Volkswirtschaftslehre und Ökonomie als Wissenschaft etabliert und gleich die Professoren hineingesetzt, die da passend waren. Und da gab es dann eben den Mythos, dass es auf der einen Seite die privaten Unternehmer gibt, den freien Markt, dann gibt es den Staat, der immer so böse ist und alles regulieren will, nicht? Und dann noch dazu von den Unternehmern Steuern verlangt. Ja? Und die Banker stehen dann im Hintergrund und haben irgendwie nichts damit zu tun, die verwalten nur so ein neutrales Zahlungsmittel. Nicht? Dieses Märchen hat man uns vorgespielt
Und unter anderem hat es da dann auch so Bewegungen gegeben wie Kapitalismus und Kommunismus und Marxismus. Da empfehle ich von Wolfgang Waldner ein spannendes Buch, das könnt ihr auf Amazon lesen, also runterladen und kaufen, ist relativ billig. Der preußische Regierungsagent Karl Marx. Ja, das war der Schwager vom preußischen Innenminister, gut befreundet mit den Bankern, ja, die ihn alle bezahlt haben dafür, dass er den Zaren stürzt, das russische Zarenhaus stürzt mit den Geldern aus dem Westen. Und der hat eine neue Ideologie entwickelt, die die internationalen Sozialisten einfach abgelehnt haben, dass sie gesagt haben, was soll das sein, mit dem können wir nichts anfangen. Und mit dem großen Geld hinter ihm hat er die aus der internationalen sozialistischen Bewegung rausgebrochen und hat den Marxismus etabliert, der auch sofort prompt an die Universitäten gekommen ist. Warum? Weil da die realwirtschaftlichen Unternehmer, die Eigentümer der Produktionsmittel, ausgespielt werden gegen ihre Mitarbeiter, die nicht Eigentümer der Produktionsmittel sind. Und die Banker, die am meisten davon profitieren, dass die zwei Gruppen ausgespielt werden, die lachenden Dritten sehen, ja, und das ganze Geldsystem kommt im Marxismus nicht mal vor. Wir haben in Russland das gleiche Geldsystem mit den gleichen Zentralbanken, ja, wie im Westen. Kapitalismus, Kosmismus, das gleiche verzinste Schuldgeldsystem. Ja, genau dasselbe. Hat mich irgendwann einmal jemand gefragt, was meiner Meinung nach zwischen Kapitalismus und Kommunismus der Unterschied ist. Er hat gesagt, das ist ganz einfach. Im kommunistischen System gehörten die privaten Geschäftsbanken der Zentralbank und im Kapitalismus gehört die Zentralbank die privaten Geschäftsbanken. Aber alles gehört irgendwelchen Familien und wo ist aber noch der Unterschied? Ja. Und das ist in Wirklichkeit die ganze Weltgeschichte, wenn man sich das anschaut. Mehr ist nicht dahinter. Es ist wirklich relativ einfach. Ja. Es ist einfach, aber es ist natürlich schlimm, weil ich habe auch in meinem Freundeskreis Leute, die früher in jüngeren Jahren überzeugte Marxisten waren und so geklammert das bis heute nicht, die sind genauso in der kognitiven Dissonanz, was den Regierungsagenten Marx betrifft, wie die Banker bei Schuldgeld. Damit muss man umgehen in Zeiten wie diesen. Und die Physiker zum Beispiel bei Ätherphysik und bei solchen Sachen. Ist alles erlaubt, darf alles so sein. Aber wir haben zum Beispiel in Regierungsarchiven der Insel Madagaskar heute die Nachweise. Wenn ihr das Buch lest, was ich empfehlen kann, Schulden die ersten 5000 Jahre von David Graeber, der ein Anthropologe ist. Und die Anthropologen, bitte, die laufen seit über 100 Jahren den Ökonomen die Türen ein, indem sie darauf hinweisen, dass es nie in der menschlichen Geschichte eine Tauschkultur gegeben hat. Wir haben nie getauscht. Ein völliger Unsinn. Tausch hat es nicht gegeben innerhalb eines Stammes, einer Sippe, eines Clans. Die haben anders gelebt, die haben nämlich kooperiert. David Graeber übrigens einer der Gründer der Bewegung Occupy Wall Street. Kooperieren heißt, die haben sich überlegt, wie viele sind wir, was brauchen wir? Wie viel Wohnraum, wie viel Nahrungsmittel, ja, wie viel Kleidung, Werkzeuge? Und dann haben sie das für alle einfach hergestellt. Also, die haben das erzeugt und wenn was zu wenig war, haben sie es nachbestellt und nachgebaut. Neu erschaffen. Ende. Und wenn da jetzt jemand zum Beispiel Werkzeug erzeugt und gelagert hat und jemand wollte eine Schaufel haben und der hätte gesagt, gib mir dafür zwei Säcke Kartoffeln, dann hätte er gesagt, wie jetzt? Du weißt, wo das Kartoffellager ist, da drüben schaust du halt nach, ob welche da sind, dann nimmst du es halt. Und wenn keine da sind, sagst du es dem Bauern, sagt lieber welche nach und dann kriegst du welche. Aber wieso verlangst du jetzt von mir Kartoffeln, ja? Wenn die Werkzeug für das eh da ist? Komisch. Ne? Fragt einmal jemanden, der von euch Geld will, müsst ihr mal sagen, wieso willst du von mir Geld? Das Geld machen doch die Banken, gehen die Banken und holen das durch. Ich hab's nicht, ich kann es ja auch nicht machen. Ne? So weit so klar. Wenn ich Geld kopieren dürfte, ja, selber machen, dann würdest du es kriegen. Aber ich krieg's, kann es nicht machen. Geh zu dem, der es herstellt, das ist die Bank, der muss da geben. So einfach funktioniert die menschliche Gesellschaft im Kern. Nicht? Und bei der Wirbank ist es so, nicht? Da sind wir alle Bank nach Common Law, da dürfen wir ein Zahlungsversprechen abliefern, dass dann der Banker, Kaninchen aus dem Zylinder, ja, auf einmal in Zahlungsmittel umwandelt. Und darum ist ja die Wirbank die Montessori-Methode des Schuldgeldsystems, machst du selbst. Ja, dann hast du es verstanden. Also in Madagaskar gibt es aber jetzt die Aufzeichnungen in den Regierungsarchiven, wie das war bei der Kolonialisierung durch die Franzosen. Die haben also auch ganz normal gelebt, ohne Geld. Da kamen die Franzosen hin und haben dort vor Ort für die Einheimischen Münzen geprägt. Münzen geprägt. Und dann gesagt, ihr müsst jetzt für eure Geschäfte dieses Geld hier verwenden und müsst uns einen Anteil davon als Steuern bezahlen. Das ist der Zwang. Ja, wir erlauben nicht euren Reis, den ihr da habt, für die Steuern. Wir verlangen die Steuern in unserem eigenen Geld, das wir vor Ort für euch kriegen. Wenn jetzt die
Einheimischen ein bisschen schlau gewesen wären, also ich an ihrer Stelle, wenn so provokant, ne, wäre ich zu den Kolonisatoren hingegangen und gesagt, wisst ihr was, eigentlich wir brauchen dieses Geld ja eh nicht. Für euch ist es ja angeblich sehr wertvoll. Ne? Und zwar so wertvoll, dass ihr Steuern von uns haben wollt, ne? In einer gewissen Höhe. Wenn ihr aber das Geld sowieso selber prägt, habe ich einen besseren Vorschlag, wenn es für euch wertvoll ist. Kreuzt es euch gleich zu 100%, ja? Dann gehört euch ja alles, da braucht es nicht einen Prozentsatz von unserer Steuern. Ist das nicht eine bessere Idee? Prägt es, seid glücklich damit, geht es damit heim, wir wollen es gar nicht. Meine, welche Logik könnte jetzt ein Banker dem gegenüberstellen? Welche Logik hätte der? Wäre schwer zu argumentieren gegen sowas. Ne? Aber die waren natürlich unerfahren und gesagt, ja, machen wir, tun wir, aber wie kommen wir an das Geld? Und die Franzosen sagen, kein Problem. Nach der Reisernte müssen alle Reisbauern ja, die Ernte auf einen Markt bringen und gegen Geld verkaufen. Ja? Und da kriegen wir dann einen Prozentsatz an Steuern davon. Und wir, die wir ein bisschen eine Ahnung von Ökonomie haben, wissen, dass wenn alle Bauern gleichzeitig die ganze Ernte auf den Markt bringen, dann kostet die einen Pappenstiel. Dann ist der Preis sowas von im Keller, dass die Kaufleute, die Französischen, wahnsinnig gefreut haben, die haben also für ein Schnäppchen das aufgekauft, mit Schiffen wohin gebracht, wo es knapp war und sich eine goldene Nase damit verdient. Jetzt haben die natürlich, ahnungslos wie sie waren im Umgang mit Geld, viel zu viel Reis verkauft, ja, die Einwohner dort. Und im Winter haben sie dann keinen Reis mehr für die eigene Familie gehabt. Und jetzt sind sie natürlich zu den Kolonisatoren gegangen und gesagt, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir Hunger, der ganze Reis ist weg. Dann sagt, ach, ihr Tschapper, ne? Werdet es schon noch lernen. Aber Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Reis für euch aufgehoben. Aber so ist das halt mit Angebot und Nachfrage. Jetzt ist er knapp, jetzt ist er teuer. Jetzt müsst ihr uns halt viel Geld geben dafür. Ne? Dann haben sie gesagt, würden wir gerne, aber Geld haben wir jetzt auch keins mehr. Ne? Dann haben sie gesagt, so schlimm ist das nicht. Wir gründen eine Bank. Bank. Und leihen euch das Geld dafür, aber dafür müsst ihr uns dann später Zinsen zahlen, also noch mehr Geld. Und jetzt haben die Einheimischen dann schon gemerkt, ja, wie der Hase läuft, dann gesagt, wie stellt sich das jetzt vor? Jetzt haben wir keinen Reis, ja, müssen den teuer von euch kaufen, Geld haben wir auch keins, borgt uns das Geld und jetzt sollen wir dafür noch Zinsen zahlen. Wir haben das alles nicht, wo nehmen wir denn überhaupt das Geld für die Zinsen her? Und da waren, das kann man in den Regierungsarchiven dann nachlesen, die Antwort, ihr habt hübsche Töchter, die schickt sie in die Prostitution. Und eure starken, kräftigen Söhne könnt ihr als Sklaven auf unsere Plantagen schicken und dann sind wir im Geschäft. Somit war die Erfindung von Geld, von Markt und Steuern das geradlinige Modell in die Versklavung und sonst gar nichts. Ja? Durch diese Trickserei, und das ist eben in diesen Archiven nachweisbar, und das ist wirklich eine Katastrophe, weil diese ganze Dualität und dieses Scheinspiegelfechterei, privater Markt und offizieller Staat, ja, durch die, die die Goldstücke und die Geldstücke erzeugen, natürlich auch wieder nur gefaked wird. Das ist auch wieder ein Kasperl-Theater wie Kapitalismus und Kommunismus, nicht? Oder wie Christentum und Islam, ja, und wie, weiß ich nicht, Raucher und Nichtraucher. Ja, oder. Das ist wurscht. Diese ganze Spaltung der Bevölkerung hat immer nur den Sinn, ja, Elementarmagneten, die Kraft des Volkes zu brechen. Brauchen wir nicht, da stehen wir heute drüber. Na, wir schon, bitte. Wir stehen da eindeutig drüber. Ubuntu, das ist jetzt eben Michael Tellinger, ganz kurz gefasst, 5 Punkte, kein Geld, kein Tausch, kein Handel. Die Anthropologen haben nachgewiesen, wie gesagt, innerhalb desselben Clans, derselben Sippe, wurde nie getauscht. Es hat aber den Tauschhandel schon gegeben. Und jetzt wird es interessant, immer nur mit feindlichen Stämmen. Dieser klassische Handel, ich gebe dir was und will von dir eine Gegenleistung und wenn du die mir nicht rechtzeitig gibst, gibt es Sanktionen, ja? Dann gibt es eine Strafe. Das hat man nur mit verfeindeten Stämmen gemacht, mit denen man sonst auch Kriege geführt hat. Das heißt, der Handel ist daher schon der geistige Krieg. Ja? Das Tit for Tat, ja? Das Geben und Nehmen nach einer strengen Regel, einklagbar und exekutierbar, ist Krieg und sonst nichts. Handelsrecht ist daher die geistige Vorstufe zum Kriegsrecht. Geht genau Hand in Hand, anthropologisch bewiesen. Und über die Vertragstopologie und die Analogie zum Permanentmagneten kann man das nachweisen. So wird eine Bevölkerung weichgeklopft, gespalten, damit sie manipulierbar ist, damit sie an Krisen glaubt. Um Gottes Willen, Arbeitslosigkeit, wir haben keine Ahnung. Gibt es das wirklich? Da draußen gibt es ja eine Menge zu tun, auch in unseren Innern gibt es immer eine Menge zu tun. Es gibt nur nie die Menschen, die uns dafür bezahlen. Ja, aber wenn wir in Wertekonsens sind, sagen, welche Leistung ist uns was wert,
dann erbringen wir sie und dann schreiben wir Zahl einfach auf und mit unserer Leistung haben wir unsere Kaufkraft erschaffen, weil es dann nie wieder den Bedarf nach einer Vorfinanzierung gibt, sondern nach einem Wertekonsens. Ja. Das ist eine gelebte Wertegemeinschaft, da ist Tausch nicht mehr notwendig, weil der Tausch ja nach Angebot- und Nachfragespielregeln immer wieder zur Verknappung führt, bietet einen Anreiz dafür, den Preis hochzujubeln, indem ich spekuliere und verknappe. Die nächste Regel, die vierte vom 5-Punkte-Mantra, keine Wertbemessung für etwas, das größer als alle ist, weil alle unsere Bemühungen und Beiträge gleichwertig sind. Das ist schön gedacht und bezieht sich ursprünglich auf Lebenszeit. Also jede Stunde, die jemand für die Gemeinschaft leistet, soll gleich viel wert sein wie jede andere Stunde. Das ist, kann man sagen, nachvollziehbar, weil es ja hier um persönliches Leben geht, gar keine Frage. Aber wenn man das so formuliert, ist es für mich schon wieder zu viel, etwas zu nahe an Tausch gedacht. Ja? Daher würde ich sagen, eben keine Wertbemessung mehr. Das ist das, was der Michael Tellinger auch empfiehlt. Aber wie gesagt, das ist eine schöne Vision. Man sollte damit anfangen und das Ziel nie aus den Augen verlieren. Andere Möglichkeiten, dorthin zu kommen, gibt es auch und wir können die alle parallel in Angriff nehmen. OSPI, das ist eben diese Verrechnungseinheit, rein elektronisch, entspricht 1 OSPI 15 Euro. Ein Genossenschaftsanteil kostet genau das, mit 15 Euro einem OSPI ist man bereits Genosse und Mitglied. Und wir wollen hier dann auch vor allem die Reichen, die Superreichen einladen, die Unternehmer, die Shareholder, die heute davon leben, gut leben, dass sie aus Geld oder andere für sie aus Geld noch mehr Geld machen. Ja? Das ist systemisch so geworden. Da macht man niemandem Vorwurf, das ist weder gut noch schlecht. Aber die brauchen so ein System oder ein ähnliches für ihren Lebensstandard. Die wollen sich ja wohlfühlen. Ne? Wenn wir denen jetzt sagen, Ubuntu, du lebst jetzt in Zukunft ohne Geld und die Zukunft ist klar, werden die wahrscheinlich nicht ja, zu den Freunden gewinnen. Ganz klar. Aber dieses Verrechnungssystem kann man dennoch so gestalten, dass sie dann sehen, dass sie ohne Kampf, ohne Konkurrenz und vor allem auch ohne andere zu belügen und zu übervorteilen, was Informationsasymmetrie für sie eigentlich legitim ist. Die sind ja so ausgebildet worden. Ihre geistige Sicht ist ja die. Ja? Dass man sagt, ohne das geht es auch. Und im Output gerechnet und in der Zufriedenheit der Bevölkerung wird es dann sogar besser. Weil die besondere Belohnung ist, du hast dann jede Menge Lebenszeit, du kannst deinen Reichtum auch glücklich leben, ohne kämpfen zu müssen, ja, gegen andere. Und du wirst dafür dann auch nicht beneidet werden. Das heißt, du darfst und kannst deinen Wohlstand dann auch in der Öffentlichkeit zeigen. Niemand will in dir neiden, weil die Menschen wissen, in unserem System kann ich eigentlich auch so wohlhabend werden. Weil die Fülle ist für alle da. Ja? Und da kann ich nicht jemandem das neidig sein, weil ich sage, das kann ich eigentlich auch haben. Und solange ich es noch nicht kann, ist es nicht die Frage, dann darfst du ja auch nicht haben oder nimm es ihm weg. Nein, dann muss ich nur den Prozess ja, so umordnen, dass er sich für alle wieder ausgeht, die es haben wollen. Dann ist es nur ein geistiges Puzzlespiel, ja, wie ein Kreuzworträtsel oder Sudoku oder irgendwas. Irgendwann habe ich die Lösung und dann geht es doch. Ja. Also wenn wir das jetzt zu einem geistigen Puzzlespiel und zu einem Gesellschaftsspiel machen mit lustigen Belohnungen in verschiedenen Ebenen und Plattformen, wird das wunderbar. Es gibt zum Beispiel ein Online-Spiel, das nennt sich Eterna, E-T-R-N-A, Eterna. Und da haben ein paar Leute an einer amerikanischen Universität ein Spiel entwickelt, wo man dreidimensionale Strukturen falten kann. Und dafür Belohnungspünktchen kriegt, gibt es Wettbewerbe, Highscore, alles Mögliche. Das Besondere ist, die Spielregeln haben Biochemiker entwickelt. Da geht es nämlich um die dreidimensionalen Faltungsmöglichkeiten von Proteinketten. Das menschliche Gehirn ist nämlich den Superrechnern bei weitem überlegen, so 3D-Strukturen ja, dynamisch in Bewegung kombinieren zu können. Und jetzt haben die ein Frontend gemacht, wo das als Spiel draufkommt. Und am Backend, jede neue Kombination, die da gelöst wird, ja, wo man sagen kann, das hat es nicht eben super toll, wird dann die Biochemiker geliefert als neue Entdeckung, die sofort abprüfen können. Gibt es das wirklich? Was kann man daraus tun? Ja, ist das schon gefunden worden? Was wären die Konsequenzen? Und so kann man das verwerten, etc. Ja. Und vom Fleck weg haben 40.000 Leute sofort damit gemacht, bei diesem Online-Spiel. Und da hat es schon so viele durchschlagende Erfolge gegeben, dass die Biochemiker am Backend ihre Regeln, wie man Proteinketten ja, falten kann, weiterentwickeln mussten. Das gesehen haben, da gibt es Möglichkeiten, die haben wir selber noch gar nicht gewusst. Und das nennt man heute Mass Science.
Und ihr könnt solche Probleme und andere auch in einem privaten Leben immer sofort in den Griff kriegen, wenn ihr in der geistigen Welt lebt. Geistige Welt, zum Beispiel auf den Körper, auf die Medizin bezogen, ist Information und Licht. Geistige Welt auf dieser Ebene ist Software. Ja? Betrachtet bitte euer Leben und alles, was sonst passiert, auch eure Verträge, ja, eure Beziehungen, das als Programm, als Software, das laufen kann. Da gibt es Parallelverarbeitung, gibt es objektorientierte Systeme mit Einkapselung, Encapsulation. Ja. Zum Beispiel, wenn wir unsere OSPI-Cells dann haben, mit autonomen regionalen Währungssystemen, wo ich sagen kann, die eine Gemeinde mit 800 Einwohnern hat ihr Regio-Geld, die nächste mit 2000 Einwohnern wieder ganz was anderes, dann kann man sich aus der objektorientierten Softwareentwicklung die Spielregeln ableiten. Weil diese Objekte im Klassensystem vom Programmierer werden intern im Verhalten ausprogrammiert. Und das muss einer, der mit dem in Beziehung tritt, mit dem Objekt, eigentlich gar nicht wissen, wie das intern funktioniert. Der kennt nur die Schnittstelle. Das heißt, wenn ich die Botschaft sowieso schicke, dann macht das Objekt das eine, schicke ich eine andere Botschaft, macht es was anderes. Und solange jetzt nur diese Schnittstelle nach außen konstant bleibt, können die intern ja, den Code verändern, wie sie wollen. Ist ja vollkommen egal. Deshalb können die immer autonom sein, auch unsere Communities, weil sie sich nach den Regeln dieser objektorientierten Software verhalten. Ja? Und das ist nichts anderes als das Subsidiaritätsprinzip. Ja? Ihr seht, ob ich es politisch sehe, philosophisch oder von der Software-Design-Ebene, das sind die geistigen Grundsätze immer dieselben. Nur weil wir das Bildungssystem in so 100 Nischen ausgespalten haben oder mehr, schaut die Welt so kompliziert aus, obwohl sie nach den einfachsten Prinzipien ganz einfach wäre, ja, wenn wir das wieder erkannt haben. Also, das ist etwas, was wir dann auch mit den neuen gebildeten Gemeinden und Freistaaten werden wir kooperieren. Ja? Die ganzen Common Law Anhänger, ja, die sich jetzt zu Freeman erklären, die neue Gerichtshöfe gründen und so weiter, das sollen sie durchaus tun, auf friedliche und auf Subsidiaritätsprinzip, autonome Art und Weise, weil das eben andere Kommunikationsprozesse sind. Also auf einem Planeten, wo wir nicht dieses Schulgeldsystem und diese Beherrschungsmethode mit Teilung und Herrsche und mit diesem Verwirrspiel durchlebt hätten, wären wir wahrscheinlich von Anfang an diesen Weg gegangen und wären schon sehr lange, mindestens seit 1500 Jahren, ja, in einer Gesellschaft, die genau nach Ubuntu-Prinzipien, nach dem Ganzen funktioniert. Und es wäre für die Menschen so unvorstellbar, ja, in unserem heutigen System zu leben. Das würden sie überhaupt nicht auskennen. Und dann sind wir bei der Wirbank. Und die Wirbank, wie gesagt, ist... bitte, es ist nicht unbedingt jetzt die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen oder sich Schulden befreien, statt euch die Schulden rückzuzahlen. Ihr könnt das natürlich probieren. Und ich würde das auch nicht, denn auf der Common Law-Ebene ist das soweit okay. Es ist nur die Frage, ob die Banker das dann, ob die dann mitspielen, ob die mitlernen. Ja? Und auch die Anwälte, weil es ist durchaus so, dass man dafür dann einen Anspruch hat und dass man das dann auch einklagen kann. Ja? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man den Bankern droht. Er hat gesagt, das ist eine Sekte, die Pi sagt und die Banker Blödsinn. Ne? Es ist eine Aufklärungsaktion. Ne? Denn auf den allerobersten Ebenen, die Generaldirektoren von Großbanken, die jetzt alle zurücktreten, mit Anna hat schon begonnen und so weiter, die wissen das ja sowieso. Warum treten denn die zurück? Die wissen schon. Nur ihre Untergebenen, ja, und die vielen, vielen Stufen darunter, die haben es noch nicht gelernt. Und jetzt könnt ihr dieses ganze Wirbankspiel auch einfach als Informationskampagne, ja, als kollektives Lernen, als Lernmethode über das bestehende Schuldgeldsystem für Bankangestellte, Bankkunden, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter und so weiter auffassen und sagen, wir spielen das einfach durch. Und wenn jetzt ein Banker sagt, Gefahr, dass es da eine Anzeige wegen Scheckbetrug gibt, dann sagt bitte ja, ich freue mich drauf. Ja? Wir haben die Anwälte dafür, wir werden das gerne nachverfolgen. Und dann wird einfach geklärt, ja, wie die Zuständigkeiten wirklich sind und wer gegen welches Gesetz verstoßen hat. Denn solange die nicht einmal versuchen, ja, diese Papiere zum Clearing einzureichen, LLTs, wie sie jetzt genannt werden, also Lawful Legal Tender, also ein Zahlungsmittel mit endgültig schuldbefreiender Wirkung nach internationalem Recht, ja, solange die das nicht einmal zum Clearing einreichen können und sagen, ich kann keinen Vorwurf machen, dass das gefälscht ist oder sonst irgendwie, dann müsste ja die bezogene Bank sagen, da ist kein Wert dahinter, dann wäre es für euch ein Problem. Aber wenn sie es einreichen nach der Methode, und das ist das Swallow-Verfahren und nicht das SWIFT-Verfahren, weil SWIFT und Bitcode ist defekt, ja, und Swallow ist halt ein anderes Geldsystem, ja, BRICS-Staaten und so weiter, ja. Also wir befinden uns in einer Umbruchphase von einem Geldsystem ins andere. Und da gibt es sehr viele, die in dem einen Geldsystem viel Geld haben, ne?
Und da kommt jetzt ein neues und sagen, was mache ich? Wie komme ich jetzt von den einen ins andere? Und da muss man dann eben verschiedene Möglichkeiten vorsehen. Und da muss man sich zusammensetzen und da muss man gemeinsam reden können. Und das geht natürlich nur auf Augenhöhe, wenn die den gleichen Informationsstand haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da nimmt sofort, auch wenn es geht, die Schärfe weg. Da steht dann immer wieder, jetzt müssen wir Druck aufbauen und da, da, da. Und es kommt weniger gut rüber. Ja, es ist durchaus gut, wenn man sagt, das ist eine Aufklärungsaktion, bitte erkundigen Sie sich, da gibt es schon Formblätter, steht schon drauf, welche Telefonnummer, nach welchem Formular und so weiter der Banker vorgehen muss. Und dann sagen, holen Sie sich das okay bei Ihrem Vorgesetzten, dass Sie einfach nur das, was da oben steht, wirklich tun. Und dann warten Sie, was passiert. Ja? Und wenn die WIRBank sagt, Wert ist da, also der Code kommt zurück, wird bestätigt, dann können wir eigentlich glücklich sein. Ja? Weil dann haben Sie Ihren Job erfüllt, so wie es in den Gesetzen steht. Ich habe das bekommen, was meiner Meinung nach mir zusteht. Und Sie haben vielleicht etwas gelernt. Dann ist gesagt, dann hoppala, ja? So geht's auch. Ja, das hätte ich mir nicht gedacht, eigentlich, als Bankmitarbeiter, dass so Geld entsteht. Ne? Dann sagt, gut, aber das ist auch heute schon so passiert. Dann hat man es Ihnen nicht gezeigt. Und durch diese Methode können Sie es jetzt lernen, dass es so ist. Ne? Und wenn wir das gemeinsam machen, um einfach zu klären, was rechtlich im bestehenden System anerkennenswert ist, ja, kann ja keiner was dagegen haben. Wir sagen ja nicht, dass jetzt der Banker jetzt ins Gefängnis kommt, aus irgendeinem Grund. Wir wollen das nur rechtlich abgeklärt haben, mehr nicht. Ja. Und natürlich kann man sagen, Österreich ist eh im Rechtsbankrott und andere Länder sind es auch. Und da gibt es die über Betrugsanschuldigungen. Die möglicherweise wirklich was für sich haben. Ja? Möchte ich jetzt gar nicht eindeutig Stellung beziehen, pro oder contra. Möchte ich gar nicht. Ja? Das macht auch keinen Sinn. Da sollen andere sich drüber unterhalten und den Kopf zerbrechen. Wir werden sowieso in absehbarer Zeit in einer anderen Gesellschaftsform leben, ja? Wo zum Beispiel Nationalstaaten oder auch Vereinigungen wie die EU oder NATO und Vereinigte Staaten von Amerika, auch wie es in Russland ist momentan, diese Formen, die irgendwo an Ländergrenzen gebunden sind, allein dadurch schon Konfliktträchtigkeiten für sich haben. Ne? Stell dir vor, ein Öllager, ja, ein Ölvorkommen an einer Grenze, ja, das auf den einen Land liegt, beim anderen nicht, und dann so wie in Kuwait fangen die an, schräg zu bohren, ja, und sonst gesagt, ja, ist doch logisch, ja, wenn wir eine Grenze ziehen mit solchen Dingen, dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Warum eigentlich? Ne? Wenn ich jetzt etwas anderes, eine Analogie ziehe, zum Beispiel die Religionszugehörigkeit, nur um ein Beispiel zu nennen, ist es im Prinzip vollkommen wurscht, in welchem Land der Erde ich bin immer Mitglied dieser Religion. Und wenn ich sage, ich habe die Kreditkarte vom Diners Club, dann ist das genauso. Ja, da kann in England sein, Amerika oder hier, ich bin Diners Club Mitglied. Ne? Und so ist es ja im Prinzip auch viel vernünftiger. Ich bin Mitglied bei einer Gemeinschaft, da müssen ja diese geografischen Linien, die man da schnurgerade irgendwo in den 50er Jahren durch den Wüstensand gezogen hat, die sind doch relativ irrelevant, nicht? Weil die Natur, die war immer schon da und wir können nicht mehr nutzen, als da ist. Wir können aber natürlich mit viel mehr Know-how und Intelligenz das nutzen, was da ist. Und dann haben wir hinterher alle gemeinsam mehr, ja? Also wenn wir mit primitiven, dummen Methoden uns gegenseitig berauben wollen. Also es ist relativ einfach. 25 Pfund die Anmeldegebühr, Monatsbeitrag 10 Pfund. Man kann das dann quartalsweise halbjährlich ehrlich zahlen. Ich glaube, sogar ein Jahr lang wird einem das gestundet und kann man es irgendwie später nachzahlen. Also der Betrag für die Anmeldung ist nicht das Problem. Man muss dann diesen Schein auf 150.000 Pfund und 148.000 Re, das ist Ihre Komplementärwährung, den muss man ausfüllen, gekonnt mit Sozialversicherungsnummer und Anfangsbuchstaben des Namens etc. Da gibt es eine Ausfüllhilfe, wo man das dann nachschauen kann. Dann schickt man das ein und dann kriegt man nach einer gewissen Zeit einen Code, damit man aufs Konto schauen kann und diese kleinen LET-Formulare, ja, die laufend, fortlaufend nummeriert und mit dieser Sozialversicherungsnummer gekennzeichnet sind. Entschuldigung, und dann macht man sich auf den Weg. Ja. Und zwar, ich habe mittlerweile 2 bis 3 verschiedene Begleitschreiben, die man mit den LED. Haben Sie vielleicht ein Mikrofon oder irgendwas? Damit es andere hört, oder reden Sie ein bisschen lauter, wenn es geht? Okay, ich kann ein bisschen lauter hören. Danke, ja, hoffentlich stimmt die Hals nicht scharf. Ich habe mittlerweile 2, wenn nicht 3 verschiedene Begleitschreiben. Also Sie haben, ich sage es für später auch, 2 bis 3 verschiedene Begleitschreiben. Genau. Ja. Welches ist das Beste? Nein, schauen Sie, das kann man nicht sagen. Ich würde sagen, das Beste ist das, das wirkt. Das ja, überzeugt. Okay. Ja. Aber eins möchte ich kurz sagen, bei einem steht drinnen, man soll 30 Euro aufrunden, was immer, welchen Betrag man hat, ja. Für die Bearbeitungsgebühren. Genau. Ja. Und was überbleibt, steht dabei, das ist Trinkgeld für den Sachbearbeiter. Ja, das ist doch nett. Das ist doch nett. Trinkgeld für den Sachbearbeiter. Ja. Wieso motiviert soll er ja aussehen? Ja, genau.
Ja, also wisst ihr, wir sind halt im alten System so bitterböse, räuberisch unterwegs, wo wir sagen, alles was ich haben will, muss ich anderen wegnehmen. Spätestens in einem reinen Bewertungssystem wie dem Informationsgeld, wo der Leistende immer positiv belohnt wird und der Konsumierende, der also eigentlich jetzt bezahlen muss, dem wird Geld vernichtet, also ihm ist weitergegeben. Da wird man dann sehen, dass die Weitergabe von Geld eigentlich eine dumme Idee ist. Ja, weil das ist keine Wertschätzung, wenn ich mir etwas wegnehme. Schon gar nicht, wenn ich mir etwas wegnehme, muss eigentlich nachdenken. Dass ich Gold vielleicht im normalen Leben gar nicht brauche, natürlich hat das gesundheitliche Funktion, gibt das monoatomische Gold, ja, und andere Sachen. Und es hat wahrscheinlich auch einen spirituellen Wert, ja, ganz außer Zweifel. Aber das ist eine andere Bedeutungsebene als der Tauschwert. Und der Tauschwert über Verknappung, also der Marktpreis, das ist halt eine sehr prekäre Angelegenheit. Wird manipuliert und auf dieses Spiel sollten wir uns nicht mehr einlassen. Das ist die Lehrbank. Bitte noch einmal, ich kann euch nur die Theorie dazu sagen von Common Law, dass da jeder Mensch einfach das Recht hat, ja, ein Zahlungsversprechen in ein Zahlungsmittel umwandeln zu lassen, ja, damit er damit wirklich bezahlen kann. Ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass dieser 10-jährige Schuldschein wirklich, oder Schuldschein, ja, Promissory Note, gegen euch verwendet werden wird. Ihr könnt dort Rechnungen hinschicken, ja, innerhalb der 10 Jahre, dass ihr eure Kinder zur Schule führt, euer Haus putzt, sehr kocht und Haushalt führt und das abarbeiten. Ihr könnt es auch mit dem halben Betrag, weil ein Reh 2 Pfund sind gleich die Pfundschuld an Reh tilgen, wenn euch dann wohler ist, ja, was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, nehmen wir auch das als ein Spiel, ein Geldspiel, um aus dem Verzins- und Schuldgeldsystem herauszugehen in etwas Neues und einfach zu lernen, wie sich das anfühlt. Ja. Für mich würde ich sagen, würde es sich am besten anfühlen, wenn wir nur die Leute belohnen, wertschätzen mit Kaufkraft und dann wieder löschen, also wieder vernichten, ohne Weitergabe, ohne Symmetrie, weil dann haben wir die asymmetrischen Preise. Dass der Brot bäckt, ja, für alles immer eindeutig exakt belohnt wird, wenn die Qualität stimmt. Ja. Und dass die konsumieren, günstigstenfalls, wenn nicht der Bedarf gedeckt wird, gar nichts zahlen. Ja. Dann ist es gratis. Das ist genau die geniale Lösung, die die normalen Geldsysteme, auch fließendes Geld und andere, eben nicht bieten können. Weil da stellt sich dann immer die Frage, und wer bezahlt das? In einem reinen Bewertungssystem, wo wir die gemeinsamen Werte im Leben, bezahlt es niemand, weil der leistet, dessen Leistung wird wertgeschätzt und die Wertschätzung als Zahl ist seine Kaufkraft. So geht es auch. Ja? Und wer unbedingt die doppelte Buchhaltung haben will, der bucht Kasse an Ertrag und hat das Geld. Und wenn er zahlt, bucht er Aufwand an Kasse und es ist wieder weg. Ja? Nur was es nicht mehr gibt, sind Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Individuen. Ja? Das gibt es nicht, weil das kommt ja ursprünglich aus dem Schuldrecht, aus dem römischen Recht, Schuld- und Sachenrecht, wo sogar wir Sachen sind, in Großbuchstaben, wie ihr mittlerweile wisst. Ja. Alle versklavt. Und da kommen Forderungen und Verbindlichkeiten her. Aber in einer Buchhaltung ohne Forderungen und Verbindlichkeiten, wo Geld als Ertrag entsteht und als Aufwand wieder verschwindet, ja, haben wir asymmetrische Preise und die ganzen, die in Bayern die zigtausende Audi und sonst wie, die am Feld verrotten, ja, ja, die werden hergeschenkt oder für 100 Euro verkauft und die Händler kriegen genau den Betrag, den sie wirklich haben wollen, sofort das Konto geschrieben. Asymmetrische Preise. Ja. Da kann es solche Überproduktion auf der einen Seite und Verknappung für die Konsumenten nie wieder geben. Diese Dummheit entsteht nur aus der Vorstellung eines symmetrischen Preises. Das heißt, das, was ich haben will, muss ich einen anderen wegnehmen, der es blöderweise gerade nicht hat. Und ihr seht, das sind schon sehr einfache systemische Zusammenhänge, wo ich mich immer wieder wundern muss, warum die sogenannte Mainstream-Wissenschaft dazu gar nichts sagt. Ja. Kurze Frage, was glaube ich ganz wichtig ist, die Keshe Foundation arbeitet ja komplett schon... Danke für den Hinweis, das ist wirklich wichtig, muss ich genauso sagen. Das heißt, die Keshe Foundation, bei der man ja freie Energiegeräte auch kaufen kann, fertige. Man kann, und ich würde das empfehlen, also ich freue mich schon so, wenn ich immer mehr diese Vorträge machen muss. Ich liebe euch. Ja? Und ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, immer wieder darüber zu lachen, wie absurd dieses System ist. Ja? Und wie befreiend es ist, wenn wir jetzt eine andere Perspektive uns einmal als erstes vorstellen können. Dann können wir uns mit den Gefühlen, ja, dort einfühlen und dann können wir es leben. Und dann tun wir es aus dem ganzen Herzen heraus. Ja? Auf das freue ich mich sehr. Aber eigentlich möchte ich ganz was anderes tun. Ich möchte bei Keshe Workshops mitbauen. Ich möchte mit der Software für sowas tun. Ich möchte ein neues physikalisches Weltbild mich einfühlen, weil Ideen habe ich schon viele auch gelesen. Da
gibt es wahnsinnig viel. Und das möchte ich schauen, ob es wirklich funktioniert, empirisch überprüfen. Ja, und dort, in den Dingen, ich möchte zum Beispiel Klavier lernen. Ja, mein Sohn ist so ein genialer Pianist. Ja. Der spielt mittlerweile die Original-Jazz-Literatur am Klavier, und zwar improvisiert aus dem Kopf, ohne Noten. Ja, die ganzen Klassiker nach seinem Stil, und ich sitze mit einem Glas Brandwein daneben und habe meinen eigenen Barpianisten. Ich möchte das machen. Ich möchte mich in Musik ausdrücken können. Ja? Das ist einfach etwas Wunderbares, denn Musik ist die Sprache der Gefühle. Die Menschen wurden ja in ihrem Kern gespalten, nämlich Verstand wurde von Gefühl getrennt. Das ist noch viel älter und elementarer, hat aber mit dem Geld definitiv zu tun. Ja? Und wir können diese Spaltung wieder heilen und wieder ganz werden, wenn wir folgende zwei Dinge machen. Wir müssen erstens unsere Gefühle und Emotionen verstehen und dann müssen wir unseren Verstand lieben. Ja? Dann wird es wieder eins. Denn die geistige einheitliche Entwicklung der Menschen wäre eine andere gewesen. Es hätte sich der Verstand nie von den Gefühlen abgetrennt. Niemals. Das wäre nicht passiert. Und dann würde sich alles, was wir heute erleben und tun, ganz anders anfühlen. Wir hätten eine andere emotionale Qualität. Wir wären zum Beispiel nie wieder emotional erpressbar, weil wir wissen, dass wir die Gefühle und das Ganze in uns selber erzeugen und unsere Wahrnehmung der Filter ist, ja, was von außen reinkommt und was nicht reinkommt. Ja. Damit sind wir in der Möglichkeit, selbstverantwortlich zu handeln, ohne dass andere uns überhaupt noch auf diese Weise steuern können. Sehr, sehr wichtig. Ja. Gut, und deswegen muss man sagen, Wir Bank ist alleine deswegen schon sinnvoll, weil ihr dann solche Kische-Generatoren kaufen könnt damit. Und ich muss sagen, ich habe also jetzt auch, ich muss die Permissionen noch wegschicken, ausgefüllt ist sie schon. Und ich werde mir definitiv mit diesen ersten LLTs einmal so einen Kische-Generator kaufen, aber auch in Workshops gehen. Ich möchte dann schon auch die Kompetenz haben, dass ich dann selber meine Spulen wickle. Und ich weiß, die werden am Anfang nicht funktionieren. Die Akademiker haben zwar linke Hände, aber mit ein bisschen Ausdauer ist es gut. Naja, Frauen sind. Also, wenn sie mit meine Frau und ich, ja, mit Handarbeit und mit dem Welten liegen dazwischen. Wenn da was wichtig ist, macht alles sie. Ja. Fragen, wie das Musik geplaudert. Bitte. Aber ist der Schulverschreibung? Ja. 40.000 Punkte. Können Sie entgegengestellt werden? Naja, die laufen über 10 Jahre. Entweder man kann sie mit der Hälfte der Resgeld abbezahlen, wenn man sie fürchtet. Oder man schickt eben irgendwelche Honorarnoten hin. Oder dritte Möglichkeit, Peter of England vergibt es eine nach 10 Jahren. Und ich kann jetzt bitte wirklich nur eins sagen. Wenn ihr mir so kommt mit der Frage, jetzt habe ich da, ich sage Zahlungsversprechen, ihr sagt es doch Schuldschein. Und so, ja. Jetzt habe ich einen Zahlungsversprechen über 10 Jahre. Wenn jetzt in 10 Jahren der Peter of England oder wer auch immer dann die Werbebank, die Wirbank leitet, kommt und das verlangt, was mache ich denn da? Dann sage ich, in 10 Jahren wird es das Geldsystem so überhaupt nicht mehr geben. Ja, ist auch so. Nein, haben wir eigentlich nicht. Ich habe gesagt, 2011 wird der Euro zusammenbrechen. Und das ist ja auch passiert. Nein, er ist nicht da. Wir haben keinen Euro. Wir haben ein ungesetzliches Zahlungsmittel mit einem Copyright-Vermerk. Ja. Dass man kopieren kann, dann hat man einen Verstoß gegen das Markenschutzgesetz und sonst gar nichts. Ja? Und das nicht einmal den Status eines Zahlungsmittels und eines Schuldscheins hat. Das haben wir. Ja, das ist ein Betrug, aber eben! Nein, Moment, Vorsicht. Erklären wir das jetzt wissenschaftlich weiter. Ein gesetzliches Zahlungsmittel kann man natürlich nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel nennen, wenn man den Vertrag von Lissabon und das deutsche Grundgesetz brechen muss, um den Vorschein wahren zu können, dass er noch funktioniert. Beides ist ja passiert. Das heißt, mit dem Zeitpunkt, Finanzmarktstabilitätsgesetz, ESM und so weiter, ja, ab dem Moment ist er kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr. Worauf die sich natürlich schon berufen können, und die haben die gleiche Begriffsdefinition wie ich auch, ist ja nicht dumm, ja. Sie berufen sich auf den Gesellschaftsvertrag. Denn jedes Mal, wenn ihr den Euro wirklich verwendet, geht ihr wieder mit den Geldschöpfern einen Vertrag ein durch konkludentes Handeln. Ihr verwendet diese Betrugszettel und wenn es Klopapier wäre, ja, als Geld und dadurch ist es das Geld. Es ist ein Gesellschaftsvertrag, ohne dass ihr es wisst.
Okay? Genau wie mit der Geburtsurkunde, ohne dass ihr es wisst. Ja? Durch eure wie in Hypnose ferngesteuerten Handlungen können die sie abputzen und sagen, sie verwenden sie ja. Konkreter Vertragsabschluss, wir sind aus dem Schneider. Ja? Ihr macht das. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Alternativen dazu aufstellen, möglichst viele, unterschiedliche, alle gleichzeitig. Ja? Und wenn ihr sagt, jetzt gibt es andere Handlungen, nicht mehr dieses alte System, dann seid ihr aus diesem Gesellschaftsvertrag durch konkretes Handeln sofort heraus. Ja, wenn man jetzt genau wäre, rechtlich und juristisch, könnte man da vieles ins Treffen ziehen und sagen, da bin ich ein bisschen schon davon entfernt. Das will ich nicht. Bei der Wirkung, die ist noch nicht in Deutsch? Oh ja, da gibt es schon Material in Deutsch, jede Menge. Muss man sich nur anschauen. Ich weiß nicht, ob es direkt auf der Homepage ist, aber es gibt ein Infoforum, ein eigenes Infoforum für die Wirbank, ja, wo sich die Leute austauschen. Das ist viel wertvoller zum Beispiel als das, was ich sage. Weil ich werde jetzt dann irgendwann diese Scheine kriegen, dann werde ich es auch irgendwo mal probieren, nicht? Bei Kesche und bei anderen. Und da kann jeder immer nur das berichten, was er selber erlebt hat, was ja auch okay ist. Okay? Und der, beim einen sagt der Banker, er nimmt es, oder bei vielen anderen sagen es momentan auch, sie nehmen es nicht. Dann wird es vielleicht den einen oder anderen Präzedenzfall geben mit einem Prozess, dass man sagt, wir schauen uns das rein rechtlich an. Also wenn wir jetzt an unser Rechtssystem vom internationalen, nationalen Recht und an das glauben, dann lassen wir das einfach durchziehen und schauen, was kommt da unten jetzt raus als Ergebnis, damit wir vielleicht auch die überzeugen können, die sagen, das geht eigentlich nicht. Und wenn dann rauskommt, theoretisch auch von den Richtern bestimmt, ja, das sollte man verwenden, dann können wir das Urteil in die Hand nehmen und dann geht es mit dem in die Bankfilialen und dann müssten sie es eigentlich akzeptieren. Ne? Und das ist dann keine Bedrohung der Banker und kein Bisacken, ja, und was weiß ich, sondern das ist einfach ein Austesten, ob das innerhalb der bestehenden Rechtsordnung anerkannt ist. Und das ist ja wohl legal, ne? Weil wenn es da unterschiedliche Rechtsmeinungen gibt, dann geht man davor eben vor Gericht und sagt, euer Ehren, wie sehen Sie das? Ne? Dafür ist ja der Richter da. Da muss man nicht unbedingt streiten und nicht unbedingt sagen, haben Sie den anderen jetzt einen über den Schädel oder sperrt den ein. Das sind Rachegedanken und da bin ich gar nicht dafür. Ja, da bin ich nicht dafür. Das ist viel zu viel schlechte Energie. Man macht es ja diesen Leuten dann auch schwer, in ein neues System zu kommen. Da stellt sich vor, was sind denn die Banker an? Ich habe ja die Homepage und die Website zukunftsbanken.eu, wo man sagt, Prozessmanagement, ja, IT-Plattformen, gemeinsames Lernen, ja, Kooperation, Kooperationsnetzwerke statt Konkurrenz in einer Branche. Das sollten die Banker übernehmen. Mit den gleichen Wirtschaftsleitern wie heute, ja, mit beliebig anderen Regio-Währungen, die es eh schon gibt, ja, und so weiter. Und wenn sie das tun, nämlich das Wissen der Menschheit und die Kooperationsfähigkeit zu fördern, zu bewahren, zu verwalten, dann sind sie auf einmal so gesellschaftsnützlich, dass sie geliebt werden und in unsere Herzen geschlossen. Dann haben sie ein ganz anderes Standing als heute. Und ich glaube, dann werden sie auch gerne kommen und sich bei uns anschließen. Vielen Dank. Wir müssen um drei abhauen. Gemeinschaftlich können Sie es aufs Klo gehen oder nicht? Wir werden dann weg sein, es wird dann da Günther B. haben über wertevoll Leben mit euch reden und dann das nächste absolute Highlight, der Joe. Ja? Ich möchte dich aber bitten, dass du immer Treudel auch so, weil wir werden in Wien das gleiche bitten, nämlich souverän, das kennen ja schon viele, ja? Aber wie kooperieren Souveräne zum Wohle aller? Das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Aufgabe von dir, österreichweit, das Ganze da. Und vielleicht eine Frage, ein bisschen mehr, was sagst du zu diesen Herzogtümern, ja? Die in meiner Heimat gerade entstehen, Herzog Steiermark, Österreich und so weiter. Diese Meinung wäre vielleicht auch interessant, warum ich damit konfrontiert bin. Danke. Ja, jetzt geht es einmal, dass der Wirt ein bisschen ein Geschäft macht. Wie gesagt, 31.01. war Zeit und fahrst nach Wien. Mega geil, Leute. Kooperation. Danke, 2.000.